Herzlich willkommen zur 75. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcast. Am Mikrofon, wie immer, einen Lebkuchen schmausend, der Alexander. Und ich bin der Clemens, ich habe nichts zu trinken und zu essen. Ah, doch, zu trinken, aber so nichts zum Essen. Du würdest ein Störstück bleiben, eher. Ja, na eh, aber... Ja, irgendjemand musst du immer sinnlos reinmampfen in die Sendung. Das übernimmt weiter der Alex. Gern. Es hat sich nichts geändert bei uns, also immer noch ziemlich planlos durch die Nacht. Aber heute ist eine besondere Nacht. Wir feiern 75 Jahre Techtelmechtel-Podcast. Das ist vergangen wie im Flug, die 75. Ja, das ist wirklich vergangen wie im Flug. 75 also Jahre, das ist echt... Wir haben kurz nach dem Krieg angefangen, oder? Wie war das? Wow, aber das war, ja, in etwa. Ja, 1948 muss das gewesen sein. 1948, ach, ja. Lang ist her. Lang ist her. Seitdem ist vieles besser geworden. Ja, es gibt da manchen da draußen Bestrebungen, dass alles wieder so ist wie früher. Das ja, aus Erfahrung sage ich nein. Aus Erfahrung sage ich auch nein. Wir haben das, 75 Jahre Techtelmechtel-Podcast, das heißt, heute wird eine ganz normale Sendung. Weil, wie der Titel zur Sendung schon sagt, es gibt keinen Grund zu feiern. Als kleinen Gusto. Was? Ja. Als kleinen Gusto haben wir am Ende der unseres klassischen Themenreigens dann den erwarteten Fragenkatalog unserer Zuschauer. Das machen wir nur wegen Clemens so, weil ich habe gesagt, ihr hättet immer einzelne Fragen irgendwo zwischen in der Sendung verstreut, damit jeder alles anhören muss. Ja, und da seht ihr, dass der Alex ein schlechter Mensch ist und ich ein guter Mensch bin. Ja, du denkst doch nicht. Ich will die Zuschauerinnen und Zuschauer und die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mit den Fragen zwischendurch quälen. Naja, ich finde, das war ganz gut gewesen. Ja. Wir hätten dann auch noch wie bei Tom Tour, wo immer so einzelne Großbuchstaben aufschreiben lassen können. Genau, und dann am Ende der Sendung ein Lösungskennwort einschicken, an uns schicken, und es gibt noch ein Tom Turbo Spielepaket an den Gewinner. Richtig, wahrscheinlich hätten wir die Briefe nie beantwortet, aber okay gewesen. Ja, so wie in Wirklichkeit beim Tom Turbo, weil ich habe nie eine Antwort gekriegt. Niemals. Und ich bin mir sicher, ich habe alle Fragen richtig beantwortet, weil ich war damals schon 16. Stimmt, ja. Das ist ja, ja, ist furchtbar, ich weiß. Stimmt. Na gut, ich muss kurz meine Uhr abnehmen. Du hast eine Uhr? Für die Apple Watch. Ach so, oh mein Gott. Ja, hätte ich. Gibt's das Ding immer noch? Ach. Wenn ich die jetzt nicht gehabt hätte, hätte ich da nicht schreiben können, ich lege gerade im Bur nieder, ich verspät mir etwas. Das habe ich nämlich für die Uhr geschrieben. Hast du einen Unterschied gemerkt? Nein. Wohl, ich habe es gemerkt, weil mich hat es überrascht, dass die Nachricht über Message gekommen ist. Ja, auf der Uhr gibt es halt nur ein Message. Ja, klar, natürlich. Was wäre es denn auf der Uhr so schreiben? Eine eingehende Telegram-Nachricht oder WhatsApp-Nachricht beantworten geht. Das geht. Ja, aber direkt die App aufrufen, dann ja, das geht nicht über die App. Es wäre mir aber in dem Fall, ich hätte halt einfach gewartet und ja, ich bin kein Mensch, der jemanden im Regen stehen lässt und der sinnlos wartet und nicht weiß, was los ist. Ich bin immer jemand, der sehr, erstens verspäte ich mich normalerweise nie und zweitens, wenn ich mich verspät, weise ich darauf hin, dass ich mich verspäten werde. Achso, na okay, es war eh wurscht gewesen. Ich habe selber noch was zu tun gehabt und war eh nicht fertig. Ah, okay, natürlich. Deshalb, es war vollkommen egal. Okay, war wurscht. Dann melde ich mich ab jetzt nicht mehr. Du kannst dich schon melden, ich schreibe eh hinter. Ja, eh, na gut. Sehr schön. Aber ja, das ist, also ist nicht tragisch. Nicht tragisch, sehr schön. Okay, gut. Dann haben wir das auch abgefrühstückt und jetzt fangen wir mal an, würde ich mal sagen, mit Themen. Mhm.
Wir sind halt sehr CPU-lastig, bin ich dann draufgekommen. Es ist nicht abgesprochen Es gewesen, das war sage ich absolut dazu. nicht abgesprochen. Ich starte mal mit dem Thema, nämlich riskant. Riskant. Na, bei einem großen. Oh, wow. What? Ich will. Ah, warte, ich hab jetzt Constantomatic installiert und. Ja, du kannst dann danach gleich von mir auch noch ein Thema öffnen, was da wahrscheinlich dazu Ja. passt. Jedenfalls bei einem großen CPU-Fertiger, nicht CPU-Fertiger, sondern RISC-V Kerndesigner, gibt es jetzt große Entlassungen und das betrifft ungefähr, ja, so soll man sagen, 20 bis 25% der Angestellten. Wir, RISC-V haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, ist ja so quasi die, ups, wow, was war das jetzt? Ist es so quasi die Alternative zum ARM oder Intel CPU-Chip? Und ist über kurz oder lang wird das wahrscheinlich die Zukunft sein. Die Sache jetzt in dem Fall ist diese, dass es relativ unerwartet kommt, weil es ja doch ein zukunftsträchtiges Projekt und eine zukunftsträchtige Architektur sein könnte. Und der Alex hat da eben dazu eben noch weitere Themen, weil andererseits ist RISC-V im Aufwind. Haha, das ist jetzt einmal eine perfekte Überleitung, oder? Ja. Du kannst das jetzt gleich aufmachen. Das ist Ein Gadget. ja, weil Qualcomm arbeitet ja mit Google sozusagen für Wearable Devices, also Wearables, also so Smartwatches etc. Das sollen ja RISC-V oder RISC-V oder RISC-V, I don't know, wie man es dann ausspricht. Ja. Sollen dann Android-Chips entstehen? Ist eigentlich eine gute Frage. Wie heißt das? RISC-V? RISC-V, okay. Okay. Passt. Ja, okay. Ja, genau. Falsch. Da Ja, sind wir. also deshalb wundert es mich, dass die jetzt, ich meine, gut, Qualcomm ist wahrscheinlich größer als die eine Firma. Ja. Ein bisschen. Und von daher. Ja, also man sieht, es tut sich was. Ich schätze jetzt einmal, dass die nächsten 5 bis 10 Jahre wird RISC 5 Weiter. wahrscheinlich. Wo gehst du jetzt hin? Ja, ich schätze mal, dass RISC 5 in den nächsten 5 bis 10 Jahren jetzt dann nicht unbedingt ARM ablösen wird. Aber Aber es wird halt so wahrscheinlich sein, dass halt irgendwann jemand einmal damit anfängt und dann irgendwann werden wir da hinkommen, dass nachher ein ARM von RISC 5 halt abgelöst wird. genau, das wird sein, ja. Also es wird dann mit der Zeit dann wahrscheinlich so weit, so wie wir jetzt eigentlich einen fließenden Übergang haben von Intel, also von den x86-Architekturen auf die ARM-Sachen, werden wir da an, vielleicht in, ich lehne mich aus dem Fenster, ich sag 15 bis 20 Jahren, wahrscheinlich an fließenden Übergang von ARM auf RISC-V haben. Wahrscheinlich. Ja, man, das ist nicht, gut, das ist natürlich schwierig vorherzusagen, weil du weißt ja nicht, was mit ARM passieren wird. Ja, aber andererseits, du weißt auch nicht genau, was wird mit der x86-Architektur passieren. Das ist auch eine Frage. Ich meine, ich schätze so, dass im Consumer-Bereich irgendwann wahrscheinlich draußen ist. Ja. Also ich gehe davon aus, weil rein von der Logik her macht ARM für den Consumer-Bereich viel mehr Sinn. Eben, das ist genau die Sache, ja. Für den Consumer-Bereich
sicher für den Serverbereich vielleicht teilweise auch. Die andere Sache ist ja, in welche Richtung wird sich ja dann die x86-Architektur entwickeln. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass die nicht auch sehr energieeffizient arbeiten kann. Richtig, ja, natürlich nicht. Aber vielleicht gibt es dann ein hybrides Ding aus ARM und x86, wer weiß, das glaube ich, gibt es im Jahr schon. Ich glaube, ja, ich glaube, es wird eher so in die Richtung gehen, dass es dass die x86-Prozessoren auch eher mit nach dem, also was sie jetzt Intel ja schon hat, dass sie an Big Little Aufbau haben, das heißt zum Beispiel 5 Effizienzkerne, 5, warte mal, 5, 6 Powerkerne und 2 Effizienzkerne zum Beispiel. Genau, das ja. Das ist ja das, was die ARM-Prozessoren ja so effizient macht, nämlich wenn das Handy nichts zu tun hat oder das MacBook nichts zu tun hat oder jedes andere ARM-Device, übernehmen einfach die Prozessoren, die wenig Strom brauchen. Richtig, ja. Deswegen, ja, das Konzept ginge theoretisch auch bei x86, beziehungsweise sie machen sie jetzt auch schon. Du hast halt bei x86 einen so extrem hohen Anteil an unterschiedlichsten Befehlssätzen, der die x86-Plattform erst so schnell machen, wie sie jetzt ist. Und einen extremen Overhead aufgrund, was dem geschuldet ist, dass die x86-Prozessoren, wie sie heute gebaut werden, immer noch abwärtskompatibel sind bis Mitte in die 90er Jahre. Das ist richtig, ja. Jetzt abgesehen von 64-Bit-Befehlsatz. Ja. Ja, aber du kannst 16-Bit-Anwendungen, 32-Bit-Anwendungen, je nach, es muss nur das Betriebssystem zulassen, kannst du das darauf. Das ist eben ein Problem. Du hast so einen Rattenschwanz an Abwärtskompatibilität, was die Prozessoren an und für sich wieder so komplex macht, dass sie gar nicht erst energieeffizient sein können. Das ist wiederum dem geschuldet, dass Windows, das weit verbreitetste Betriebssystem, also weit verbreitetste Desktop- und Notebook-Betriebssystem, sagen wir so, dass das so ebenfalls einen Rattenschwanz hat bis hinter in die 90er Jahre. Das ist auch vollkommen richtig. Ich meine, das ist aber gut, dass du das jetzt alles so ausführlich erklärt hast, weil es kämen ja jetzt von Qualcomm auch diese neuen ARM-Prozessoren, diese Snapdragon X Elite, ja, die jetzt dann also auch für Microsoft produziert werden und da Einzug halten. Das heißt, die sollen dann auch ARM endlich auf Windows bringen. Okay. Also die sind dann, glaube, das ist sogar ein Spin-off von der Chip, von ein paar Leuten, die was beim Apple Chip auch mitgewirkt haben, und das hat dann Qualcomm sich gekauft. Und die produzieren jetzt dann nach einem gleichen Aufbau, wie es eigentlich Apple schon macht. Das gleiche Prinzip, also gute Batterielaufzeit, sehr effizient. Ich glaube, ist 4 Nanometer, nur nicht 3 Nanometer. Und hat dann auch diese ganzen AI-Kerne und alles mit drinnen, was halt so moderne, ja, CPUs oder CPU-GPU liefern sollte. Das ist jetzt das, da, gell? Jetzt sind wir nämlich gleich. Exakt, ja. Hüpfen wir eigentlich eh gleich ins nächste, ja, 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 Thema. Wir haben das halt super mit den Überleitungen. Und was halt jetzt dann auch, was halt Snapdragon oder was halt Qualcomm hat halt jetzt den gleichen Vorteil dann wie Apple, weil du kannst ja diese Chips dann komplett gleichzeitig bauen. Du baust halt dann einen, der mehr Leistung hat, einen, der weniger Leistung hat, und dann kommt einer kommt ins Smartphone rein und einer kommt in den PC rein. Ja. Und das ist ja das, was ja Apple macht, die besseren CPUs. Das ist ja auf Deutsch gesagt die gleiche CPU, nur einmal dran gedockt, dann ist er halt mal 2. Genau, ja. Und das macht es halt dann so effizient, dass du halt die Leistung dann rausbringst aus dem Ding eigentlich, bei dem geringen Stromverbrauch. Eben, das ist eben der Weg, wie es eben Apple macht. Also eigentlich 2 CPUs zusammenflanschen.
Das ist der Weg, wie es AMD macht, wie AMD angefangen hat, genau das zu machen mit den Chiplets. Prinzipiell war AMD, glaube eh mit den ganzen Ryzen, eh vor Apple schon dran mit dem ganzen System. Man, anstatt dass man einzelne Kerne zusammenflanscht, flanscht man jetzt einzelne Chiplets zusammen, einzelne CPUs. Genau, mit ihren Kernen, verbindet die hochperformant. Ja. Intel hat lange gebraucht, das aufzuholen und macht es jetzt auch. Gewinner ist natürlich der Kunde, weil nach Jahren der, sagen wir mal, eher gemächlichen Weiterentwicklung geht es jetzt wieder ordentlich bergauf mit der Performance-Steigerung, vor allem im Vergleich Performance pro Watt. Ja, das ist viel besser, aber nur natürlich, was man jetzt halt beim PC oder bei den normalen PC-Komponenten haben, jetzt sind halt die Grafikkarten dafür unsinnig teuer. Ja, sie waren jetzt eine Zeit lang im Sinken und jetzt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft sinken die Preise wieder ein bisschen an. Ja, also da hat Nvidia und AMD sich mittlerweile auch ganz gut gefestigt vom Preis her. Wobei man aber sagen muss, dass die Top-AMD-Karte immerhin nur knapp 1000 Euro kostet. Ja, ist halt nur immer ein bisschen viel. Ja. Also ja. 1000 Euro baue ich wahrscheinlich zwei Gaming-PCs zusammen. Ja, zwei Gaming-PCs, mit denen man ordentlich in Full HD zocken kann, ja. Ja, also das heißt, da komme ich theoretisch, wenn ich mir zwei PCs zusammenbaue, wahrscheinlich komme ich 8 Jahre noch mit 1000 Euro aus. Ja, nein, ich sogar. Grafikkarte, also meine Schmerzgrenze bei einer Grafikkarte beim Preis wären 500 Euro und das war's. Ja, und ist und das, immerhin, das ist immerhin gibt es in dem Segment jetzt endlich was. Da hat es ja jahrelang nichts gegeben in dem Segment. Entweder du hast da die Einsteiger-Grafikkarten gehabt, die eben so im Preisbereich 200 bis 400 Euro waren. Ja. Oder du hast dann die vollen Hammerteile gehabt mit 800, 900 Euro aufwärts. Aber zwischendrin hat es nichts gegeben. Richtig, so ist es ja dann leider. Für Nvidia ist das Konzept gut aufgegangen. Für Nvidia ist das Konzept sehr gut aufgegangen, ja. gut, Nvidia ist das aber wahrscheinlich auch wurscht, die verkaufen nicht lieber AI-Chips. Ja, ich glaube, mittlerweile sind die Grafikkarten nur eher also ein Überbleibsel, was man aber so nebenbei auch für mit einer guten Marge weiterverkaufen kann. Ja, richtig. Die Technik ist prinzipiell dieselbe geblieben. Ja. Für die AI-Chips kann man halt das 20-fache, 30-fache verlangen. Ja, so in etwa. Da gibt es haben wir die ja mal eigentlich einmal besprochen, die. Wenn ich mich nicht ganz täusche, warte mal, ich muss kurz das Fenster zumachen. Ah, da gibt es die coole. So. Ja, die haben wir besprochen, diese große Platine da. Nein, ich meine jetzt nicht die. Ah, warte mal. Weil zu der kriegt man ja auch. Gibt es da einen Shop auch bei Nvidia? Irgendwo sicher. Product DGX, ist es die DGX Plattform? Enterprise AI? Ja, ich glaube, die Rendering-Grafik. Die Rendering. Weil du kriegst ja wirklich einen Computer. Genau. So was ist das. Du kriegst einfach das Gehäuse, das steckst du dann bei dir in den Server rein und. Und wartest, dass er in die Luft geht. Get Early Bird Pricing, ja, es steht halt leider nichts wert dabei. Oh mein Gott. Ah, in der ABS ist aber auch drin, ja, nachher. Schauen wir mal, was es bei Cambridge. Oh Gott. Keine Ahnung. Nvidia DGX. Nvidia DGX. Preis. Vielleicht finde ich es auf die Schnelle und sonst lassen wir es. Preis. Ja. Mit der läuft sogar Far Cry Crysis flüssig. 276.000 Euro ist schon einmal ein guter. Ja, ja. Da kannst du lang bei der AWS anzapfen. Ja, also preislich gut.
Ich merke gerade, ich sollte wieder mal Softbox aufstellen von der Beleuchtung her. Jetzt mal, wenn ein dunkler Bildschirm ist, dunkelt meine Kamera ab. Na, wurscht. Ja, das ist, na, sagen wir so, also ja, ist kostengünstig. Ja, ist kostengünstige Lösung, ja. Fürs Data Center at Home, natürlich. Ja, für so ein kleines nebenbei passt ja, das schon. Mein, wer hat sowas nicht bei sich daheim rumstehen, oder? Man muss ja ein bisschen die armen Tiva, Kela, Verbund, man muss ja über die armen Stromhersteller, Stromerzeuger auch unterstützen. Ja, mach jetzt nicht die Stromerzeuger so schlecht. Ja. Apropos schlecht, hüpfen wir gleich zum nächsten Thema. Naja, was ich jetzt schon sagen muss, ich meine, weil du gerade Verbund, Tiwag etc. angesprochen hast, die haben jetzt prinzipiell auch ein Problem bei den Strom, weil es noch nicht der Trottel jetzt an. das habe ich heute gelesen schon. Ich habe gar nicht gesehen, dass du das reinkopiert hast. Also, wo ich mir denke, wer den Typ auch nur 1 Euro anvertraut, da muss ich ja einen Vollhammer haben. Du wolltest noch was zu Tiwag im Verbund sagen? Ja, so, bevor das kommt. Na, das ist, die Sache ist ja das, der Verbund etc., das sind ja alles diese Landesversorger. Und die haben ja auch ein Problem, die haben ja Versorgungspflicht. Ja. Und die haben jetzt natürlich eingekauft zu den Zeiten, wo es relativ teuer war. Ja. Und die haben auch ein Problem, die dürfen ja nicht unter Marktpreis verkaufen, sonst haben sie die Wettbewerbsbehörde am Hals. Ja, ich weiß, oder unter das haben wir eh schon einmal besprochen, ja. Ja, unter Einkaufspreis. Und das ist natürlich jetzt das Problem. Was sollen die jetzt tun? Weil die haben ja eine marktbeherrschende Stellung. Wenn die jetzt unter Einkaufspreis verkaufen, verzerrt es ja einen kompletten Wettbewerb. Ja, ja nein, das Problem ist, sie dürfen nicht einmal. Ja, ich weiß, aber was ich verstehe nur das Ding nicht. Was heißt Einkaufspreis? Wo müssen österreichische Stromerzeuger, die in Österreich den Strom für ihre Kunden produzieren, ihre Sachen einkaufen noch? Naja, der Punkt ist das. Das ist jetzt beim Verbund, du redest von was anderem. Der Verbund hat ja da deshalb eine Klage. Da weiß man aber nicht, wie die ausgehen wird. Weil theoretisch ist das ja so, du produzierst deinen Strom und ja, der geht ja dann sofort meistens an die Börse und dann kaufst du wieder die Mengen, die du brauchst, retour. Genau. Das ist alles ein bilanzielles Herumschieben. Ja. Ja, und das ist es eigentlich. Ja, das ist der Fehler im System. Ja, das ist jetzt eine andere Geschichte, dass man jetzt über das generelle System reden kann, das ist eine andere Geschichte, aber das müsste man dann einmal in der gesamten EU regeln. Ja, aber warum erzeuge ich einen Strom, hau ihn auf den Markt und kaufe den Strom, den ich brauche, wieder ein? Anstatt, dass ich einen Strom erzeuge und den weitergib. Ja, weil Strom kein Marschall hat und natürlich sind das alles Konzerne, die ja teilweise Gewinn abwerfen müssen. Ja. Und natürlich, dann musst du das machen. Ja, das ist eben, sage ich, das ist der Fehler im System. Ja, aber das ist jetzt genau das. Dafür ist ja ein Gesetzgeber zuständig. Ja. das ist ja die Geschichte. Ja, Gesetzgeber. In welchem Land sind wir? Österreich, gell? Ja, es ist europaweit. Wer ist unser Gesetzgeber? Die ÖVP. Ja, es ist europaweit ja nicht besser. Das ist ja das Traurige. Ja, es ist in ganz Europa laben sich die Konservativen im Geld, dass sie sich gegenseitig zustecken. Die werden natürlich ja das System nicht ändern. Aber es ist halt so. Also der Verbund per se oder die kennen ja jetzt gar nichts unbedingt dafür. Also die seien in dem Korsett, wo sie drinnen seien, seien sie halt drin. Naja. Naja, der Verbund sie kann... Sie machen ja trotzdem Übergewinne. Sie können ja mit den Übergewinnen den Strompreis am Kunden senken. Theoretisch wieder ja, praktisch wieder nein, weil da kämen halt wieder die ganzen Sachen zusammen unter Marktpreis oder unter Einkaufspreis verboten. Weil das sind ja alles noch Konzerne dazu, da gilt ja noch die haben ja sozusagen eine Verpflichtung im Sinne des Konzerns zu handeln.
sonst macht sich ja der Vorstand wieder strafbar. Ja, natürlich. Nein, die haben eine Verpflichtung gegenüber den Aktionären. Ja, das auch, das kommt dann dazu. Und das macht das Ganze ja so kompliziert. Wenn der jetzt sagt, ich verkaufe unter einen Einkaufspreis, macht er ja de facto einen Verlust mit dem Stromverkauf. Das ist nicht im Sinne des Unternehmens. Dann wird es teilweise noch an der Börse gehandelt, der Spaß. Die Wertpapiere vom Verbund etc. Das ist ja genau das Problem, warum das so komplex dann ist. Ja, ich weiß. Ja, okay. Es ist leider das, es gibt halt für nichts, das klingt als immer so. Nein, ich weiß. So, einfach. Wenn es so einfach war, hätten wir ja schon eine Lösung herbeigeführt. Ja, eben, das ist halt immer das, das ist ein bisschen eine Zwickmühle. Meine Sorge, die ich habe, es wird halt leider nichts dran vorbeiführen, dass man einfach ganz grob eine Art französische Revolution in der Neuzeit haben werden. Na bitte nicht. Doch, ich bin mir sehr sicher, dass es genau drauf hinauslaufen na. Wird. Also, das bitte nicht. Ist das ist leider immer ein bisschen ein Problem, aber es wird, glaube ich, nichts nutzen. Nein, also den ruf man eindeutig nicht auf. Also, lasst es. Zahlt einfach enger Stromrechnung und seid glücklich. Ich ruf dazu nicht auf, nur die komplette Regulierung, die eigentlich alles andere ist als nützlich für den Endverbraucher. Das wird in allen möglichen Aspekten, jetzt nicht nur beim Strom, sondern auch bei Lebensmitteln und so weiter und so fort, irgendwann einmal dazu führen, dass bei irgendjemandem einmal eine Sicherung durchbrennt. Also, naja, es ist so, du siehst jetzt eh beim Verbund, du musst jetzt eh abwarten, was bei der Klage gegenüber dem Verbund rauskommt. Es kann eh sein, dass das sozusagen seine Preiserhöhungen nicht rechtens waren, das wissen wir aber, das weiß noch keiner. Ja. Red doch weiter, ja. Und wohin gehst du schon wieder? Also für das haben wir ja dann tatsächlich einen Rechtsstaat, dass der das dann über halt ein Gerichtsverfahren löst. Ja, geht schon wieder. Ja, deshalb habe ich gesagt, deshalb haben wir einen Rechtsstaat, dass das dann über ein Gerichtsverfahren gelöst wird. Ja, dauert halt, aber ist halt so. War ja auch der Grund, warum die DIVAG dann als Beispiel angekündigt hat, mit Jahresende oder Jahresanfang die Preise zu senken. Weil die theoretisch in die gleiche Situation kommen könnten, dass sie hauptsächlich Strom aus Wasserkraft erzeugen. Ja. Was beim Verbund natürlich de facto klar ist, der erzeugt eine extrem große Menge. Ja. Und ja, ist komplizierte Geschichte. Muss jetzt selber sagen, da ich ja selber Verbundkunde bin, ich finde, der Verbund war durch die ganze Zeit nicht unfair mit seinen Preisanpassungen. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Also, nein, der war wirklich, der war relativ lang sehr, also der ist wirklich nur nach oben gegangen, wenn es hat sein müssen. Also über den Verbund kann ich jetzt persönlich nichts sagen. Also das war mein Stromanbieter damals auch. Der ist auch sehr lange, wo schon alle schreien haben angefangen, wie hoch doch die Preise sind und wie schlimm das die Preise sind, bin ich immer noch in der Preisgarantie drin gehängt. Das ist sicher bis August 22, September 22 so gegangen. Da war ich noch bei 8 Cent pro Kilowattstunde. Nur dann, mit einem Schlag, waren es 38. Ja, gut. Wobei, das, das ist in dem Fall jetzt kein Stromerzeuger, sondern ein Reseller gewesen. Ja, ja. Na, das hat der Verbund eben nie gemacht als Beispiel. Also der ist da immer drunter geblieben. Ja. Obwohl er es natürlich hätte machen können, hat er halt nicht gemacht, ja. Weil er halt der Landesversorger ist und irgendeine Verpflichtung hat. Das ist es ja. Das ist ja wieder das Privatisierungsproblem. Das ja, nein, eigentlich im Landesland sein, sowas. Nein, ich meine, privatisieren ist okay, weil du siehst halt, es tust halt ein Problem. Wenn du es nicht richtig machst, hast du das Problem. Weil natürlich, was haben die ganzen Reseller gemacht, die was halt immer kurzfristig Strom gekauft haben die halt dann rausgeschmissen. Ja, genau. Und das ist halt ein Problem. Ich meine, in der Preisgarantie können sie die nicht rausschmeißen, weil das haben die schon mal verloren, glaube ich. Ja.
vor Gericht, aber es ist halt, ja, ist schwieriges Thema, weil Strom ist halt, das ist halt so verflochten europaweit und wahrscheinlich noch weiter hinaus. Ja, na eh. Und wie geht das natürlich? Das geht halt leider über so bilanzielle Geschichten, weil anders, ja, wie willst du das sonst, wie willst du das abwickeln? Ja, solche Sachen können sich vielleicht auf kleiner regionaler Ebene noch lösen lassen, mit gemeindeeigenen Kleinkraftwerken zum Beispiel, Richtig. die weder am großen Markt einkaufen noch dorthin was verkaufen müssen, beziehungsweise hin und schon verkaufen können, wenn sie selber Überschuss haben. Das ist ja okay. Das ist ja dann für sie ja gewinnbringend dann. Aber wo halt der Strom wirklich dort bleibt, wo er produziert wird, für die ist es möglich. Das bedeutet aber extrem hoher logistischer Aufwand, weil du darfst die bestehenden Leitungen dann nicht nutzen, wenn du dann dir als Gemeinde überlegst, du machst das und du willst deine Bürger mit Strom, mit eigenem Strom versorgen, musst du da zu den Bürgern wiederum deine Kabel hinlegen, weil du darfst die große Infrastruktur dann nicht nutzen. Ja, klar, das ist halt wieder das nächste Problem. Du hast ja deshalb alles vernetzt, damit du eine Ausfallsicherheit Genau, hast. das ist das Nächste, Ja, ja. weil das, ich meine, du kannst ja ganz simpel denken, ist ja schon, wenn du eine Photovoltaik aufs Dach drauf legst, hast ja du schon das Problem. Mein Problem ist jetzt kein Problem, aber du musst halt beim Netz und beim Netzbetreiber sagen, du würdest das gern anschließen, weil der muss ja sicherstellen, dass der Strom da auch richtig eingespeist wird und dass da nichts ist. Ja. Oder er muss es halt wissen. Und dann, das heißt, du brauchst einen Smart Meter und das sind halt dann die ganzen Spiele halt, was du dann dazu Genau, brauchst. ja. Und klar, das ist halt, es ist eine komplizierte Geschichte. Also das ist klar, es schreit halt jeder nach an, ja, die sind die, wie halt üblich, ja, die Schweine gehen mit dem Preis nach oben. Na, ich kenne das System, ich kenne das System mit dem Großmarkt ja schon, nur mir leuchtet es nicht ein. Das ist es. Das, ich verstehe es nicht. Also, Es mag alles ich kenne okay das sein. System, ich verstehe das System, ich weiß, dass es so ist, wie es ist, und dass es so aufgebaut worden ist, wie es ist. Es leuchtet mir im Endeffekt nur nicht ein, wo da der Vorteil liegt, außer bei den Konzernen und in der Politik, die sich ja Naja, an den Konzernen ja gut verdingen. du musst jetzt so sehen, wenn du jetzt vor, geh so weit hinter, bevor Russland diesen brutalen Angriffskrieg gestartet hat. Ja, also gehen wir in Jänner 2022. Geh mal 20, nein, 20, auch nicht 20, sagen wir. Ja. Da war es ja so, bis dahin hat das System super funktioniert, weil da hast du einen super günstigen Strompreis gehabt. Ja. Das Problem war dann auf einen Schlag dieser extrem hohe Gaspreis. Weil damit hat, das ist ja das genau, Genau, damit das hast du ja ist ja nicht diesen. genau, das ist ja überhaupt die Frage. Ja, erklär. Ja, das ist so, das basiert auf dem Merit-Order-Prinzip. Das heißt, alles wird zu dem Preis verkauft, zu dem die teuerste Kilowattstunde Strom erzeugt worden ist. Und Ja. das ist Gas. Ja. Naja. So, und das war da, war eigentlich, das war der Fehler von der Politik, dass man da nicht in den Gaspreis eingegriffen hat. Weil dann hättest du nie diese Verwerfungen gehabt. Das ist ja das Grund, deshalb, und das ist ja das Elend dran, dass die Sachen halt einfach super kompliziert sein und dann schreit halt irgendeiner, meistens ist es bei uns so einer von einer blaufarbenen Partei, so quasi, ja, er wird das schon richten mit einer ganz simplen Lösung. Der Clemens schaut sich die Cent pro Kilowattstunde an. Ja, mein ehemaliger Anbieter ist in dem Fall wieder mal der günstigste. Die Go Green Energy. Ja. Früher Easy Green Energy und traut mal, wem die gekehrt haben. Was denn, der Kellogg? Der Easy Bank. Ah, okay. Ja, das ist halt. Ich meine, ja klar, so einen günstigen Strompreis wie vor der Sache mit Russland Werden wärst wir nicht haben. du. Aber eben, warum hat man Gas nicht einfach ausgeklammert?
aus der Kalkulation. Ja, weil das ein Problem ist, wir haben halt die Politik. Gaskraftwerke. Nein, ja, die Politik hat halt eine Sache verlernt, dass du in einen Markt eigentlich dauernd eingreifen musst, damit er funktioniert. Na, Da gell. ist halt, Na, ja, das muss man nicht. Hallo? Der Markt regelt sich doch selber. ja, nein, du siehst schon, wie er sich regelt, beschissen. Das ist ja genau das, die haben halt irgendwann verlernt und meinen, das ist eine Religion oder ein Naturgesetz, wo du nicht eingreifen kannst. Wo ich mir denke, ja, okay, kann man machen, ist halt immer scheiße. Und vor allem dieser Rattenschwanz zieht sich ja jetzt über 3, 4 Jahre hin, bis du dann wieder eine niedrige Inflation und so weiter hast. Das hat ja alles Folgeauswirkungen. Ja. Und in Österreich, ja, hat man halt wie üblich gesagt, ja, macht man nichts und dann sieht schon was ausgegeben. Es ist also okay. Ja. Okay. Frustrierend. Deshalb, zum Beispiel in deinem Fall wäre es beste, du würdest da irgendwann ein Photovoltaik aufs Dach Das bauen ist der langfristige Plan, ja. und dann Akku reinschrauben. Das ist der langfristige Plan, ja. Ja, aber nicht so, wie du gesagt hast, dass du das komplett abschirmen willst, du den Akku, den Nein, kannst du nein. normal in den Keller runter. Ja, ich weiß. Nein, nein. Also am besten legst du dann direkt da, wo du schlafst, als Nachtkästchen daneben hin. Na, zu klein. Ja, einen großen. Ja, und ich schlafe dann drauf. Ja. Das kannst du, ja, das ist praktisch. Hast du immer ein beheiztes Bett. Ja. Na, eh, das ist der langfristige Plan, natürlich, vollkommen. Das ist so. Muss halt einmal erst einmal finanziert werden und So, daher ja, und ist es jetzt, langfristig noch lange hin. ja, weil du jetzt bei Finanzieren warst, gehen wir zu den Ansuppen-Kasper da, der Zum jetzt Elmo? quasi die, was zum? Elmo? Ja, gehen wir Elmo? zum Elmo, der da langfristig die ultimative App bauen will. Ja, der Herr Elon Elmo Musk, alias mit Geld kann man sich kein schönes Aussehen kaufen, Mit alias Geld kannst du Twitter kaufen und es in Ex umbenennen. ja, der Herr, der Fliegen hat wieder eine neue Idee. Er will aus Twitter, na, Ex, formerly known as Twitter, eine Multi-App bauen und nimmt sich da als Vorbild die chinesische WeChat-App, die ja eigentlich als WhatsApp-Alternative gestartet ist, aber jetzt alles ist von Personal Assistant über Messaging, über Bankdienstleistungen, über Einkaufen und so weiter und so fort. Und genau in diese Richtung soll es gehen mit X. Das Gute an der Sache ist, das ist der Todesschuss für X in der EU, weil das kriegen sie nicht zugelassen in der EU. Schön. Das Schlechte an der Sache ist, in Elon Musk ist es ziemlich wurscht, wenn die liberalen Europäer so eine App nicht nutzen. Und ja. In die Richtung will er starten. Ob er Ja, man dann muss noch halt. das nötige Kleingeld hat, um das auch zu entwickeln, werden wir dann sehen. Ende 2024 soll es losgehen damit. Bis dorthin ist noch sehr viel Zeit, dass er noch mehr Geld verbrennt in X. Ich muss weg. Naja, es ist ja so, man muss ja bei WeChat eins dazu sagen, das ist ja die quasi, das ist ja die ultimative Kontroll-App in China. Ja. Weil alles darüber geht. Da geht alles drüber. Ja, und wenn sie da sperren, kannst du de facto nichts mehr machen. Also das ist die ultimative Kontrolle, wie du jemanden Das quasi komplett unmündig machen kannst. ist nicht so wie bei uns, wenn man bei Amazon gesperrt ist. Nachher ist man halt bei Amazon gesperrt, kann keine Filme mehr schauen, kann nichts mehr bestellen. Ja, Punkt. Und seine Bücher nicht mehr lesen. Wenn man bei WeChat gesperrt ist, kann man nichts mehr machen. Kann Richtig. man weder Überweisungen tätigen, noch einkaufen, noch seine Versicherungsunterlagen einsehen, nichts mehr. Das ist. Ich verstehe schon die Intention vom Ding, von dem Wahnsinnigen da. Unter an Präsidenten Donald Trump wäre das natürlich für ihn eine Mega-App. Erstens einmal staatliche Überwachung direkt per App. Zweitens, er hat seine ganzen republikanischen Freunde und Follower und
die ganzen Rechten eigentlich eh schon in der Hand, die würden das ja mit händeringend begrüßen, obwohl ja eigentlich die immer so gegen Überwachung und gegen staatliche Eingriffe waren. Ja, nicht wenn es vom, nicht wenn es vom Universalgelehrten Kim. Ja, genau, aber wenn es vom Universalgelehrten Kim in Zusammenspiel mit dem besten Präsidenten aller Zeiten, Part 2, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das in den USA erfolgt wird. Ich für meinen Teil habe die USA schon abgeschrieben, als Wiege der Demokratie und als Weltpolizei oder was auch immer. Die USA werden die nächsten 50 Jahre zugrunde gehen und ein kompletter konservativer, christlich kontrollierter Staat werden, der komplett von der Weltwirtschaft sich abschottet. Na, ich bin mal hundertprozentig sicher, dass es so passieren wird. Ja, warte mal. In 50 Jahren wird die USA so sein wie jetzt ein vielleicht nicht so extrem religiös streng wie der Iran, aber von der Weltpolitik und von der Weltwirtschaft genauso abgeschottet. Ach, warte mal. Ja, na? Das läuft alles in die Richtung. Das warte mal, also ich habe mittlerweile echt meine Zweifel, dass es dort drüben noch genug intellektuelle Masse gibt, die es an möglichen Niedergang verhindern kann. Ja, warte mal ab, versteht, das ist eine Schalknahme. Ihr habt Zeit, ich werde alt, ihr erlebt es noch. Nur wegen dem will ich alt werden. Nein, nicht wegen dem, aber ich knack die 110, also von dem her, ich werde es noch mitkriegen. Ja, bist du narrisch, wer will denn 110 werden? Ich will mir die Scheiße dann anschauen. Bitte, das kann ich verzichten. Nein. Also, ja, also Elon Musk, unser Universalgenie, er hätte einfach bei Tesla und SpaceX bleiben sollen und bei seinen komischen Satelliten da. Aber irgendwo hat der ein bisschen, ich weiß nicht, eine falsche Abzweigung genommen. Ich verstehe es nicht. Ja, der hat schon lange eine falsche Abzweigung genommen. Ja, ich will nur wissen, welche. Ich will nur wissen, welche. Und wann? Ja, das war's. Und warum? Ja, das weiß keiner. Das ist einfach wahrscheinlich irgendwann, weiß ich nicht, dann, wenn du anscheinend zu viel Geld hast, muss ich irgendwann so werden. Oder es war einfach so, wie es halt auch so sehr oft gesagt wird, Geld bringt halt das zum Vorschein und unterstreicht das, was du wirklich bist, halt noch mehr. Ja, aber er hat immer schon Geld gehabt. Ja, er ist ein reiches Bubi, das reich in Reich geboren wurde, reich wurde mit einem glücklichen Händchen, sagen wir so. Ich sage ja nicht, dass er ein Vollpfosten ist. Aber und er ist jetzt nicht so reich, wie er schon einmal war, sagen wir so. Ja gut, Twitter hat viel Geld gekostet. Twitter hat sehr viel Geld gekostet. Ja gut, die Geschichte ist, die ist allein ein Film wert, der Kauf. Ja. Hüpfen wir zum nächsten Thema, oder? Du hast was. Hüpfen wir zum nächsten Thema. Ja, weniger frustrierend. Dann wieder mal was mit positiven Aussichten auf die Zukunft. Ja, und zwar, dass wir ein AI-Thema auch haben. Es reicht anscheinend in Zukunft, wenn du so. Wie bitte? Natürlich AI. Ja. Wenn du so 10 Sekunden Text oder wenn du so 10 Sekunden in ein Smartphone sprichst, kann die KI mittlerweile anscheinend, was haben sie da gesagt? Für Frauen ist es zu 89% zutreffend, für Männer zu 86% zutreffend. Also wenn du da deine 10 Sekunden einplapperst, können dir die dann sagen, okay, ob du Typ 2 Diabetes hast oder nicht. Also es geht da um so Frequenzen, die vom menschlichen Ohr nicht wahrgenommen werden können. Und anhand derer ist das anscheinend möglich. Okay.
Das ist. Man geht sogar, also sie wählen sogar in Zukunft Bluthochdruck damit diagnostizieren. Bin nur jetzt von dem Ansatz her. Überrascht. Ja, nämlich von an von an Merkmalen wie der Sprache, also der Tonhöhe oder irgendein Ton, der fürs menschliche Ohr nicht wahrgenommen werden kann, aber trotzdem ausgesprochen wird. Darauf zu schließen, ob man Typ 2 Diabetiker ist oder nicht. Das ist cooler Stunt. Wenn das funktioniert, ist das ein cooler Stunt. Ja, es ist nicht so schlecht bisher. Ja. Wow, coole Idee. Warum ist denn da eigentlich Ja. immer alles so finster? So. Wahrscheinlich hast du in Dark Mode aktiviert. Ja, es gibt es ein Windows an Dark Mode? Ich glaube schon, ja. Ich gehe von dem nämlich auf Mac auch schon wieder weg. Mir gefällt das nicht. Der Dark Mode. Nein, ich mag das nicht. Ich finde das voll gemütlich, das schont die Augen so am Ja, Abend. das sagen sie. Ja, am Smartphone habe ich es ja, aber am Computer mag ich das nicht. Also am Computer finde ich, dass es eher weniger hilfreich ist, weil zu wenig Kontrast bei der Schrift habe. Weil schwarze Schrift auf weißem Hintergrund empfinde ich als kontrastreicher als weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ja, es gibt ein paar Apps, wo es störend ist, das stimmt schon. Also da. Wenn das am Abend nutze ich, das ist ein bisschen blöder, Ja, aber ich finde das da in Weiß jetzt angenehmer zu lesen als in Schwarz. So gefällt mir das. Na, eben, es ist ja Geschmackssache. Ich merke auch nichts, dass es irgendwie schlimmer wäre für die Augen. Also von dem her. Ja, egal. Okay. Jedenfalls. Smartphone-Diabetes übers Mikrofon. Cool. Wann gibt's das? ja. Das wäre mal, wenn es dann soweit ist, wär's spätestens beim Arzt merken. Ja, allerdings würde ich sagen, wenn ihr einen prinzipiellen Verdacht habt, dass es sein könnte, dass es Typ 2 Diabetiker seid. Und das heißt nicht einmal, ist ja nicht einmal was Schlimmes, das oft einiges lässt sich ja ohne Medikamente regeln, sondern rein durch eine Ernährungsumstellung bei Typ 2 Diabetes, vor allem im Anfangsstadium. Wenn ihr das Gefühl habt, dass etwas nicht passen könnte, was gibt es da? Niedergeschlagenheit, weniger Energie. Dann geht es trotzdem vorsorglich zum Arzt, weil ich glaube, die Untersuchung auf Typ-2-Diabetes, das ist in 5 Minuten erledigt und 2 Tage später habt ihr das Ergebnis. Ich würde nicht auf die App warten, sagen wir mal so. Ja, man kann auch auf die App warten, ist halt Geschmackssache. Ja, ist Geschmackssache. Lass man Diabetes halt noch ein bisschen wachsen, dann lässt er sich nimmer durch eine Ernährungsumstellung bekämpfen. Ja, du, mein Gott, es kann passieren, ja. Ja. Aber wie gesagt, also es gibt so also recht gutes klinisches Bild, was die Symptome sind bei einem möglichen Typ 2 Diabetes. Und dann sollte man es einmal checken lassen. Und im Normalfall, vor allem im Anfangsstadium, reicht eine Ernährungsumstellung. Die Sache ist erledigt und sonst, Ja, es gibt Tabletten auch, wenn es leicht hast, gehen Tabletten auch mittlerweile. ja, aber wie gesagt, Ernährungsumstellung würde ich immer Tabletten vorziehen. Du nicht, ich weiß. Naja, das ist, du sprichst damit auch Sache an. Das ist natürlich klar, du sagst, Lebensstil umstellen, leih halt das Problem ist, wie viel tun denn das dann Na eh, das realistisch? ist es ja, das ist es ja. Und viele machen es realistisch wahrscheinlich für ein paar Monate und fallen dann wieder in die alten, ja, in die alten Verhaltensweisen zurück. Ja, das ist leider das Problem. Das ist das Problem. Gut, dann habe ich in Rapsberry. Ja, das ist ein super Schreibfehler. Also der Rapsberry 5. Ja, der Ich Rapsberry. werde es auch in die Sendungsnotizen nicht korrigieren, gell? Das Thema ist der Rapsberry 5 statt, ja.
egal. Jedenfalls, der ist vorgestellt worden. Jedenfalls, der ist käuflich, erwerbbar und er ist schnell. Sehr schnell. Ja, Isa. Und er bringt die Möglichkeit, eine M2 SATA, M2 SATA, ja, eine M2 SSD zu verbauen. Noch besser. Ja. Natürlich on top, obendrauf. Aber auch cool. Man muss nicht mehr auf so eine ewig langsame, grausliche Speicherkarte schreiben. Er ist schneller. Sie haben einen eigenen Chip designt. Und er ist nicht mehr so günstig. Am Anfang sind die ja so, also ich kann mich erinnern, das erste Modell ist sowas mit 25 Euro weggegangen, der Raspberry Pi 1. Ja, die Damals waren, war es ja. auch wirklich als für die Bastler zu Hause gedacht, bis die Industrie den Raspberry auch für sich entdeckt hat. Das ist ja genau das Problem mit dem Raspberry Pi. Er ist halt so ein geiles Teil, dass sogar die Industrie den teilweise echt die Händler leer gekauft hat. Die Raspberry Pi Foundation macht, glaube ich, hauptsächlich das Geld nur noch mit der Industrie. Mit dem Nachteil, dass es halt für den Endkunden teurer geworden ist. Aber ich sage halt so: 94 Euro für 8 GB RAM und einen relativ flotten Teil, dass man sich dann aufrüsten kann mit allen möglichen Zusatzfeatures, Sensoren, und so weiter und so fort, ist preislich okay in Anbetracht des Stromverbrauchs. Also bei die 10 Watt, glaube ich, liegt der jetzt da im Peak. Netzteil wird keines mit ausgeliefert. Kann man sich aber dazu kaufen. Die bieten jetzt da zum Beispiel auch 27 Watt Netzteil an. Das heißt nicht, dass der 27 Watt in der Spitze braucht, aber sobald man da ein paar Festplatten und die M2 SSD ansteckt und auch externe USB-Festplatten und so weiter und so fort, dann braucht man natürlich ein bisschen mehr Saft. Ja. Gut, ich sag so, du kaufst das so ein Ding eh, wenn du was vorhast damit. Zum Spaß kaufst du es ja nicht. Naja. Naja, was tust du zum Spaß Mein erster damit? war zum Spaß. Ja, okay, da war aber 25 Euro. Ja, nein, das war der 2er, der war irgendwie der 30er. Ja, ist egal, wurscht. Nein, es war der 1er, stimmt, ja. Der hat noch 256 MB RAM gehabt. Ja, das war aber wirklich zum Spaß. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und dann mal schauen, wie es ist. Aus Spaß ist dann schneller Projekt geworden. So ist eh so. Ja, dann ist okay. Ich meine, jetzt dann um die 100 Euro, ja, für das, was du kriegst, ist okay. Aber zum Spaß kaufst du den jetzt eher nicht mehr. Ja, und ich muss halt jetzt auch so dazu sagen, mittlerweile habe ich 3 Larven bei mir. Die zusammengerechnet vom mit der Stromaufnahme liegen dann eh schon sowas bei 25 Watt. Wenn ich jetzt noch einen vierten dazu kaufen würde, für ein anderes Projektel, dann komme ich so auf 40 Watt und dann lohnt sich schon an so einem Mini-PC zu kaufen, wo man virtuelle Maschine drauflaufen lässt. Von der Energieeffizienz her. Also ist ein bisschen also a, ja, man muss es, wie sagt man da, man muss es skalieren, wie und was man haben will. Ein allein ist energieeffizient, zwei allein a, aber wenn du so in das Level kommst, dass du mehrere kleine Projekte damit abbildest, dann lohnt sich's, dann ist dann fast besser, du holst dir irgendwo einen gebrauchten Mini-PC, der was irgendwo aus einer Firma auserfolgt, also so eine kleine Mini-Workstation oder so ein Thin-Client. Die brauchen keinen Strom, haben RAM und eine SSD drin. Und du hast da dann ein Ding drauf, wie heißt es? Proxmox und dann hast du deine Docker-Container und kannst das da drauf laufen lassen und fertig. Also, ja. Ja, das ist halt, Das ist das sagt. genau das, was jetzt bei mir passiert. Ja, du sprichst schon was an, das wollte ich eh genau, ich wollte es eh ansprechen, wie du das Thema da erwähnt hast. Der ist halt jetzt mittlerweile um 108 Euro
sind halt die Dinger mittlerweile in einer Preisregion, wo halt sagen musst, ja, so eine Mini-Workstation gebraucht, ist halt da auch nicht mehr so viel teurer. Ja, das ist genau das Problem. Ich habe mir jetzt zum Beispiel einen Lenovo Thin Client gekauft, gebraucht um 65 Euro. So, und ja, das ist halt dann genau die Und Geschichte. da ist ein 37 Watt Intel 4 CPU drin mit zwei Kerne und jeweils zwei Threads. Das heißt, leistungsmäßig bin ich weit über dem Raspberry Pi. Ja. Und im Leerlauf wird das System wahrscheinlich keine 15 Watt ziehen. Ja, eh, das ist halt genau Das das, ist was dann genau das im Problem, wo man da jetzt landet, ja. Aber ja, wie gesagt, es ist ein cooles Bastelprojekt für so wirklich Entwicklungsländer ist es schon jetzt, wo sie eigentlich dafür gedacht ist, jedes Kind soll seinen kleinen Computer haben. Es war ja eigentlich initial ja die Idee dahinter. Es war ja auch die Idee dahinter, jedes britische Schulkind soll seine Raspberry Pi zum Bauen und zum Entwickeln haben. Das ist halt jetzt eine Preisklasse, wo man das nimmer einfach so umsetzen kann. Ja, es hat, wenn Ja. es hat in die Industrie entdeckt, was will ich sagen, Ja, nachher die natürlich. Industrie hat ihn entdeckt als Gerät für ihr große Hardware, als Ansteuerungshardware, mit wo sie ihr Ansteuerungssoftware drauf laufen lassen können. Er hat halt einfach einen Pin-Connector, mit dem du Sensoren auslesen und Daten darüber übermitteln kannst. Er ist halt der perfekte Kleincomputer für die Industrie. Und dadurch haben wir halt jetzt Preise, wo man sagen muss, ja, es ist halt blöd. Was es halt als Alternative eh noch gibt, ist ja zum Beispiel Raspberry Pi Zero. 17 Naja, Euro. es gibt auch noch andere Hersteller als Raspberry Pi. Das ist es ja als nächstes. Es gibt zum Glück noch andere Hersteller und Arduino zum Beispiel ist noch vielleicht von der Geschwindigkeit her noch einmal ein Level niedriger oder eine Größenordnung niedriger, aber zum Sensoren auslesen oder Gerätekomponenten ansteuern auch vollkommen ausreichend. Ja, das stimmt. Ich könnte wahrscheinlich ein Projekt von mir sogar auf ein Arduino wechseln. Mein Problem ist doch nur, dass mir da das Know-how einfach nicht reicht. Ganz einfach. Also kann ich nicht wechseln. Kann ich mir nicht wechseln, ja. Ich sage ja, rein theoretisch von der Rechenleistung her könnte ich wechseln. Wäre Arduino schon vollkommen ausreichend. Weil es nur darum geht, Temperatursensoren auszulesen und der Kamera anzusteuern. Aber ich bin zu blöd, das zu programmieren. Ganz einfach. Ja, du kannst auf den Orange Piano wechseln. Ein Orange Pi? Was ist denn das? Der Orange Pi. Aber ich weiß nicht, ob die mittlerweile so viel günstiger sind. Mmh, lecker. Ja, genau, auf den kann ich wechseln. Der ist aber echt gut. Könnt ihr Wochenende mal probieren? Ja, na, okay, entschuldige, Orange Pi. Die haben sogar Geräte mit 32 GB RAM. Aber es gibt da, glaube ich, noch irgendwas. Oh ja. Oh, Was denn? ah, das voll Raspberry Pi kompatibel vom Aufbau her zumindest, oder? Kann durchaus sein, ja. Ja. $30. Zumindest der 3er und der 5er. Schau, die haben nämlich auch einen 5er vorgestellt. Mit 32 GB. Boah, 32 GB RAM. Jesus. Ja, okay. Also es gibt ein paar so Hersteller.
Aber das ist nochmal eine andere Preisklasse, gell? Es gibt dann noch das Asus Tinkerboard, Ja, gibt es ja auch noch. Tinkerbot gibt es, ja, das kenne ich, ja. Aber der glaube ich, ist auch nicht günstig. Nein, natürlich gibt es Alternativen. Ich finde es halt nur insofern ein bisschen schade, dass der Raspberry Pi eigentlich aus dem Grundgedanken aus entwickelt worden ist, sowas möglichst vielen zur Verfügung zu stellen. Ja, weißt du, was halt bei den Dingen dann oft das Problem ist? Du scheiterst halt dann im Endeffekt immer, wenn du was Neues entwickeln willst, brauchst du Geld. Ja, sicher. Sondern musst Geld verdienen. Und wo verdienst du halt Geld? Ja, da wo es gebraucht wird. Und die Industrie braucht es, also zahlt sie Geld dafür. Ja, das ist Industrie fressen karitative Zwecke auf. Ja, karitativ, ja, ist halt immer, ja, schwierig. Und andererseits ist es halt da, sagen wir so, es bleibt halt auch nach wie vor ein Missstand, den es gar nicht geben sollte. Ja. Aber ja, ist halt so. In der Welt, die ist halt schräg. Ist scheiße. Boah, so kann man es auch sagen. Ja. Gut. Also du hast schon das nächste Thema. Hallo, das geht dahin. Hast du gar kein Terwohl, du hast wohl ein letztes. Ja, weil wir gerade dabei sein, sozusagen Raspberry Pi und bla bla bla. Also Windows geht ja jetzt dann noch weiter in die Cloud oder Microsoft. Also es gibt ja jetzt dann den Windows 365 Cloud PC. Ich glaube, haben wir eh schon mal gehabt, das Thema. Das heißt, das ist dann das, was du über deinen Browser daheim aufmachst und dann quasi deinen Arbeitsrechner hast. Also so wie es Microsoft generell mit der Office 365 Suite hat, dass da alles drinnen ist online, kommt halt jetzt Windows auch in die Cloud. Also wird wahrscheinlich sogar, ich schätze jetzt einmal, das wird halt für große Konzerne dann sehr interessant sein, das Modell. Weil da halt jeder quasi überall seinen gleichen Rechner dann hat. Das heißt, der Clemens im Homeoffice braucht er nur noch im Browser starten und kann quasi, hat seinen Arbeitsrechner. Nein. Ja, ich sage aber theoretisch. Ja, nein. Weil Windows drauf läuft, die kann auf, tut mir leid, kann ich nicht arbeiten damit. Wie schon gesagt, du wärst dann mit Microsoft in der Cloud arbeiten. Weil ich bin mir sicher, ihr habt Office 365, oder? Ja und? Ja, also. Ja. Also von dem her ist halt der nächste konsequente Schritt, dass du halt deinen Rechner zusammenstellst. Vor allem, du kannst halt in unterschiedliche Leistungskonfigurationen dann Ja, einfach haben. ich verstehe das. Wir haben es ja gerade davor gesagt, früher war es halt ein Thin Client, wo du hardwarebasiert bei dir noch ein Gerät gehabt hast und dein Windows angesteuert hast, das irgendwo in der Firmenzentrale auf einen Server gelaufen ist und deine Instanz ist angezeigt worden. Jetzt verlagert man das Ganze einfach in die Cloud. Richtig. Ja, prinzipiell ja, okay. Es wird für alltägliche sinnlose Schreibarbeiten und Excel-Tabellen und Word und E-Mails Naja, reichen. Es wird reichen für die SAP-Umgebung. Es wird reichen für diverseste ERP- und MAS-Software. Kein Problem. Es wird wahrscheinlich für 75% aller Anwender reichen. ich würde sogar weitergehen, weil ich schau der GeForce Now an und so weiter. Weil da ist ja schon Rechenleistung dahinter. Du, ich glaube, es wird dann uninteressant, wenn du anfangen musst, extrem hohe Datenmengen hin und her zu schieben. Weil dann kann dein 100, kann der 1 Gigabit Leitung nämlich brausen gehen. Wenn du im großen Stile Das ist dann, Videobearbeitung, ja. Videoschnitt, Bildbearbeitung machst, wenn du im großen Stile, so wie mir, Druckdaten hin und her schieben, und ich meine jetzt druckfertige PDF-Daten und gerippte Daten, das heißt für den Drucker bereitgestellte Daten, du kommst da bei einem Druckauftrag mit einer 3 Meter breiten Rolle und 10 Metern Länge, kommst du da in die Gigabyte an Daten. Das kannst du da nicht Nein, mehr abbilden.
Naja, das kannst du ja, das machen ja jetzt viele schon. Du kannst ja quasi, wenn du deinen Server hast und das dann quasi du mobil dann schneidest, das läuft ja dann auch schon alles übers Internet quasi, weil du arbeitest ja dann auf die Server drauf. Aber du musst ja deine lokalen Daten, die Ja, dir ja bereitgestellt werden, oder Daten, die ist du schon ja klar. lokal wieder wohin schreiben musst, Ist schon klar, aber mit der richtigen übertragen. Stoppage, mit der richtigen Verbindung. Ja, aber es ist nicht umsonst so, dass wir Kunden empfehlen, ein 10-Gigabit-Netzwerk. Ja, ne, das, ja, ist schon klar, dass du das dann brauchst. Also, das ist jetzt nicht der Punkt. Nein, Also, ich sage nein, jetzt du nicht. brauchst kein 10-Gigabit-Netzwerk, du brauchst eine 10-Gigabit-Minimum-Internetverbindung. Ja, ich sag, ich meine, ist dann schon klar, dass du dann Pro das natürlich User. brauchst. Ja, ist schon klar, dass du das natürlich umso mehr die Anforderung steigt. Du brauchst das natürlich dann. Aber ich sage jetzt so, für die normalsten Tätigkeiten, da reicht die Standard-Magenta-Leitung aus. Nein, nein, ich sag's dir, du wärst wahrscheinlich wirklich 75% der, oder also, sagen wir 80% der Userbasis abbilden können. Wo ich mir halt vorstelle, wo es dann konsequent schwierig wird, ist, also ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel jetzt her. Also Windows 365 Cloud ist perfekt für kleine Unternehmen. Kleine Produktionsunternehmen mit 10, 15 Angestellten, die ihr Buchhaltungsprogramm drauflaufen lassen, die E-Mails einer kriegen, die Rechnungen schreiben und so weiter und so fort und den La Lagerverwaltung und so weiter machen. Das ist für seine kleinen Buden perfekt. Schwieriger wird es, wenn du entwickelst. Allein das Szenario, was du dir zusammenstellen musst, dass du 3, 4 Entwicklungsserver brauchst, ein Master, wogegen entwickelt wird, nachdem man lokal entwickelt hat, ein Stage, wo es in die nächste Stufe weiterhupft, einen weiteren Server, wo er nachher in Release drauf deployst, um dann zum Beispiel um die Sachen zu testen, damit es durch die Quality Assurance durchkommt. Du brauchst du ein Git, du brauchst du, okay, Confluence und Jira geschenkt, weil es ist Atlassian zeigt, das ist eh schon mit Microsoft komplett verheiratet. Aber Ja, die nein. ganzen Entwicklungstools, du musst erst einmal, du musst dir in der Cloud quasi einmal die Konfiguration so zusammenbauen, dass du das Netzwerk hast, wie du es brauchst. Ich Ja, erstens einmal glaube ich, dass das unmöglich ist. das hat ja Microsoft alles. Ich meine, du musst jetzt, ich Nein, meine, nein, nein, Office. da geht es mir nicht darum, das hat Microsoft alles. Da geht es ja nicht nur darum, dass du nur Microsoft Tools verwenden willst. Du musst ja wirklich alles Mögliche an Drittanbieter-Software Ja, installieren richtig, richtig, das kannst und du musst da Konfigurationen teilweise so verbirgen, dass es überhaupt läuft. Ich du. frage mich, Ja, ob das du ist. denn, ob du das alles machen darfst. Ja, klar, du darfst mit Azure und ich meine, Microsoft hat ja eine Power-Plattform und wie der ganze Ja. SAML alles heißt. Du kannst. Ich kenne das komplette Ja, Zeug ja. von denen, aber Na gut, eins muss man sagen, Azure kennt niemand, weil da ist so viel Zeug drin, das weiß keiner. na, Azure ist es natürlich, kennt jeder. Also Ja, nein, ich sage auch, dass du das bedienen kannst, ist unmöglich professionell. na, gut, damit habe ich zum Glück absolut nichts zu tun. Also das geht nicht, weil da ist, glaube ich glaube, wenn da jemand den endgültigen Preis von der Monatsabrechnung sagen kann, ist er, weiß nicht, das ist ein Genie. Ja, eine Frage, die sich jetzt da bei mir stellt. Wie greife ich auf meinen virtuellen PC zu? Du machst im Browser auf. Wo mache ich den Browser auf? Wo du willst. Wo? Wo du willst. Ja, ein Smartphone macht wenig Sinn, da kann ich gerade die Keyboard sinnvoll und da sehe ich nichts. Ja, sag mal, ich sehe die kleinste sinnvolle Einheit ist ein Tablet. Gehen wir jetzt nochmal zu dem Punkt zurück. Entwickler mit mindestens 2 oder 3 Monitore. Ja, ist ja wurscht, dann hängst du dich halt ans Tablet dran. Ja, okay, auch gut. Oder mit einem Notebook, oder? Du, es Was wird wahrscheinlich läuft auf dem Notebook? das ist schon klar, Microsoft will Geld verdienen mit dir. Ja, Microsoft verdient Na, sehr gut mit mir. vor allem das nächste ist halt das,
Du hast halt den Vorteil, das Gerät muss dann nicht so oft getauscht werden, weil eh alles wieder in der Cloud drin ist. Warum wird das Gerät getauscht? Weil es irgendwann sowieso weggeschmissen wird. Wie es halt üblich bei Firmen ist. Ja, aber das nutzt dir nichts, noch wird halt das Tablet doch 5 Jahre Ja, und aussortiert. Du hast halt noch einen Faktor mehr, du kannst halt noch mehr kontrollieren, was du in der Instanz machen darfst. Weil, weißt du, das läuft dann, du bestimmst dann quasi, was dieser Rechner ja darf und nicht, weil da kommst du ja dann gar nicht mehr aus. Ja, aber das kannst du in einem Unternehmensnetzwerk mit unternehmensgebundenen Exchange-Zugängen ohnehin schon machen. Klar, ist halt da, weißt du, das ist halt alles viel einfacher für die meisten. Ich bin da sehr. Weißt du, Cloud-PCs ist ja nicht einmal neu, das gibt es ja schon lang. Ja, das habe ich ja auch. Für mich ist es einfach der Remote-Desktop-Client, auf den ich Ja, auf klar, das, unterschiedlichste ja, Workstations auf der Welt aber Remote zugreife. Desktop Client, das ist ja so 2015. Ja, aber es ist für mich genau das, Ja, klar, das heißt halt wie ich jetzt Windows 365 Windows Cloud. Server von unseren Kunden zugreife, wenn es Probleme gibt oder wenn was zum Nachschauen oder zum Konfigurieren ist. Ich glaube sogar, ich meine, ich weiß, ich glaube, das habe ich nicht in die Sendungsnotizen reingetan. Es gibt ja sogar das Gerücht, dass Microsoft überlegt, Windows 12 nur noch als Cloud-Version rauszubringen. Gerne. Ja. Na, mir ist es wurscht. Das ja Naja. eh. Na, die ist sich auch nicht wurscht. Ja, da darf sich dann das Management bei uns überlegen, was sie nachher als Plattform für unsere Software ausliefern, ja. Ja, Windows 12. Na, ich glaube, dann wird es relativ. Ja, aber das geht nicht, weil wenn es eine Cloud-Anwendung ist, funktioniert das nicht. Naja, das muss ich weiß nicht, wie es Microsoft sich vorstellt, wie das dann funktionieren wird. Aber Microsoft hat das angeblich angedacht. Na, genau aus diesen Gründen, da Windows nicht unbedingt das sicherste Betriebssystem ist, sind ja unsere Server meistens immer nur in einem internen Firmennetzwerk verbaut, also beim Kunden jetzt zum Beispiel, worauf unsere Software jetzt zum Beispiel läuft. Das ist schon eh, ich meine, es wird schon Ausnahmen geben, das passt schon. Ja, was dann die noch installieren, wenn sie kein Windows 12 mehr kriegen? Ja, dann musst du in Azure Ja, reinbringen. ich glaube eh, dass nachher bei uns gesagt wird, okay, dann bauen wir das Ganze einfach auf Linux fertig. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Wird man. Die Frau. Kann ich mir gut vorstellen. Na, mir persönlich wurscht. Ich nutze Windows 11 zum Spielen. Sobald, wenn es Windows 12 nicht mehr zum Spielen gibt, also nicht mehr lokal installieren lasst, dann nutze ich Windows 11, bis es Ich nicht mehr meine, funktioniert und steigt dann auf Steam OS um. das ist da eine Möglichkeit. Ich meine, ich würde mal so davon ausgehen, wahrscheinlich wird Microsoft diese Cloud-Version eher nur für Corporate-Einsatzzwecke Natürlich, bringen. natürlich 100%. Wie gesagt, und ich glaube jetzt da, Microsoft hat da auch nicht die 10 Personen Kleinfirma im Visier mit dem Ansatz. Bitte, das sind, na, Microsoft ist wirklich, was den B2B-Bereich angeht, die wollen große Firmen haben. Ja, klar. Also die gehen Also das. die unter 50 Mitarbeiter oder unter 50 Arbeitsplätze greifen die noch nichts an. Gut, ich meine, seien wir uns ehrlich, welche Firma nutzt Azure? Das ist schon ein Konzern, sonst nutzt kaum jemand Azure. Na, Azure nutzt du für, wenn du extrem große Daten hast, die du verarbeiten Ja. und verwalten willst. Richtig, Wo also sonst nutzt das. sowas an? Das fällt nur in größeren Unternehmen an oder bei Geräten, die extrem viel Daten ausgeben. Keine Ahnung, wenn du irgendeine hochkomplexen Maschinen baust und extrem viel Sensordaten für die Funktionsüberwachung sammelst, vielleicht noch im Sekunden- oder 20-Sekunden-Takt, dann ist Azure was. Aber nicht, das nutzt man nicht als Datenablage. Eher selten. Ja, also von dem her, ja.
Wie gesagt, für mich scheitert, also ein Cloud-PC steht und fällt mit einer Internetanbindung, die so gut ist von der Geschwindigkeit und von der Latenz her, dass du keinen Unterschied merkst, ob der bei dir am Schreibtisch steht oder irgendwann im Rechenzentrum. Und das ist noch ein weiter Weg. Ja, verstehe, sagen niemals nie, verstehe, es geht dann oft schnell. Na, es steht und fällt damit. Wenn dein Notebook noch quasi nur noch an so ein, wenn das einzige Betriebssystem auf deinem Notebook eigentlich nur noch der Remote Desktop Client ist, aber du trotzdem deine USB-Anschlüsse hast und das schön durchgeschliffen wird, also du steckst trotzdem deinen USB-Stick am Notebook an und es taucht am Remote-PC auf, das ist geschenkt, das ist technisch absolut kein Problem, das ist machbar. Das ist reine Konfiguration. Wenn du jetzt von dem USB-Stick die Daten aber so schnell zum Remote-PC übertragen kannst, wie es der Geschwindigkeit vom USB-Host hergibt, das ist noch ein weiter Weg. Wer hat noch einen USB-Stick? Okay, die Frage ist beantwortet. Aber für was? Für Daten? Schieb's über die Cloud. Ja, dann sind wir wieder beim nächsten, oder? Ich habe einen Windows-PC und ich habe einen Mac. Ja, nimm mal Cloud. Welche? Dropbox. Na, ich mache sicher keinen Dropbox-Account, nur wenn ihr mal 8 GB Daten hin und her schieben will. Dann mach Google Drive. Na, ich schenke auch Kugelkorb Geld, damit ich meine Daten, 8 GB Daten hin und her schieben kann. Warum? Du hast 15 GB gratis bei Google Drive. Ich will bei Google nichts haben. Du hast ja bei Google was. Was habe ich bei Google? Ja, deinen komischen Account da. Ja, und was mache ich mit dem? Ja, schieb's da hin und her. Na, mache ich nicht. Dann nimm halt WeTransfer, was weiß No, ich, noch gibt ja so. schlimmer. Ja, also. Du machst halt wie alle. Warum soll ich Daten von meinem Windows-PC, der unterm Tisch steht, auf meinem MacBook, das neben mir steht, über WeTransfer hin und her schieben, wenn ich einfach einen USB-Stick da reinstecke, die Daten raufkopiere und dann den USB-Stick ins Dock reinstecke Das und ist dann ja voll umkopiere? uncool. Das ist ja voll uncool. Ich weiß, für die klingt das richtig, richtig oldschool, Ja, weil das kein ist. Cloud dabei ist. Weißt du, wo immer denkt, lad's halt einfach auf irgendeine Cloud drauf. Warum? Weil nichts tun musst. Du Die ziehst Geräte eine. sind physisch 1 Meter voneinander entfernt. Warum soll ich Du. die Daten hunderte Kilometer durch die Gegend schicken? Es ist ja wurscht. Na, du bist ja der Umweltschützer. Weißt du, was das für ein Du. Stromverbrauch ist? Ja, brutal, du. Na, no, na, nicht. Das kannst du da ausrechnen. Das sind ein paar Cent. Und wenn es jeder macht. Ja. Boah, meine Fresse! Du Also, gehst wirklich man her. kann sich das Leben wirklich extrem verkomplizieren mit der Cloud, aber wirklich. Naja, es ist ja viel komplizierter. Du steckst den blöden USB-Stick an. Da ist der blöde USB-Stick nicht formatiert, dass er auf Windows und auf macOS die Meine sind Daten lädt. alle exFAT formatiert, das funktioniert. Okay, du Ja. hast einmal die Arbeit schon angetan, die alle zu formatieren. Ich habe nicht 400 USB-Sticks. Ja, das sagen schon Und alle. vier oder fünfe. Ja, die heben ja alle nicht. Wieso? Meine USB-Sticks haben nie ein Jahr Weil du einen überlebt. Scheiß gekauft hast. Na, ich habe sogar die Dayan gekauft. Das ist dein Problem. Dass ich die Dayan gekauft Ja. habe. Ja, ich habe das sogar einen habe ich noch von SanDisk. Ach so, ja genau. Jetzt schau mal, ob da nicht vielleicht Sun-Kids draufsteht, weil dann hast du eine Fälschung gekriegt. Na, da steht sogar wirklich SanDisk drauf. Warte. Der funktioniert ja noch nicht. Na, schauen wir mal. Warte, ich stecke den jetzt an. Ja genau, stecken im Live-Betrieb an dein Notebook. Ganz gute Idee. Ja, schau, da siehst du schon, du musst Angst haben, wenn du einen USB-Stick ansteckst. Wie's? Ja, bei Mac sicher.
Das ist anscheinend, da hab ich mal einen Windows-bootfähigen USB-Stick Ah, gemacht. das ist noch ein Dings. Genau das gleiche habe ich gestern auch gemacht. Ja, und das ist schon etwas, für das ich die Dinger abgrundtief hasse. Wenn die USB-Sticks. Ja. Weil es ist immer so mühsam, so einen scheiß USB-Stick zu erstellen, bis der noch funktioniert. Ja, weil das ist das Coole, dass die, das haben wir glaube ich eh mal gehabt in einer Sendung, dass die Installer-Datei, das CAP-Archiv, was drauf ist, größer als 4 GB ist. Und der FAT32 formatierte USB-Stick kann aber nicht mit Dateien arbeiten, die größer als 4 GB sind. Aber die Windows-Datenträger-Erstellungssoftware ignoriert das und schreibt danach natürlich ein komplett kaputtes Image drauf. Deshalb brauchst du fast einen Windows-PC, um einen Windows-bootfähigen USB-Stick zu erstellen. Genau, ja. Ja. Das ist genau das, ja. Kann schon jetzt in der Cloud machen. Ja, schau, da siehst du wieder einen Vorteil. Ich glaube, du wirst dich mit der Cloud anfreunden müssen. Ich muss mich mit der Cloud gar nicht anfreunden. Ich hab mal iCloud und bin damit sehr zufrieden, aber weiter wird es nicht gehen. Ihr habt es in der Firma sicher OneDrive. Ja, aber das nutze ich absolut nicht. Warum? Naja, weil es hasch. Naja, wie muss ich es nicht nutzen? Naja, warum solltest du es nicht nutzen? Das schenken sie dir dazu. Ja, aber ich nutze es eigentlich nicht. Vor allem der OneDrive-Client und der macOS stürzt die ganze Zeit ab. Den habe ich glaube, der ist nicht einmal mehr bei mir im Autostart drin. Na, der funktioniert bei mir eigentlich. Der funktioniert sogar einwandfrei bei mir. Bei mir nicht, ne? Ich muss zwar zugeben, ich habe 20 Mal dieselbe Installation machen müssen und beim 20. Mal ist es Ah, gegangen. vielleicht Warum, muss ich weiß das ich einmal nicht. machen, ja. Ja, Aber sonst. eigentlich eine gute Idee. Das geht sicher schneller, wie einfach einen USB-Stick anstöpseln, Datei draufkopieren, USB-Stick abstöpseln, anstöpseln und die Datei wieder herzukopieren. Kim es darauf an, wie groß ist die Datei und wie schnell ist die Internetverbindung? Internetverbindung gut, Datei groß, USB-Stick mit Transferrate sehr schnell. Also, wurscht. Ich mach's mit dem Mach Stick. einmal, weißt du was, wenn jetzt irgendwann einmal, wenn der Fahrt ist, mach schon mal den Vergleich. Welchen? Du machst einen Cloud-Anbieter, Ja. machst halt einen Fake-Account, ist ja wurscht, und dann vergleich schon mal, was schneller geht. Das Kopieren der Datei in die Cloud oder das Kopieren der Dateien Nein, auf dem genau, da stopp schon USB-Stick? mal, wie lange brauchst es, bis die Datei in der Cloud und drüben auf einen anderen Rechner runtergeladen ist und wie lange brauchst du mit dem USB-Stick? Passt. Wo soll ich das Aber testen? In der mindestens, Firma oder da bei mir daheim? das ist ja wurscht, was. Ja, die Firma hat wahrscheinlich nur die schnellere Ich habe Leitung einen fürs besseren Internet. Upload, ja. Ja, dann probierst du daheim, dann ist realistischer. Ja, okay. Also vergleich's einmal und wenn die Cloud gewinnt, schmeiße ich alle USB-Sticks weg. Ich kann da jetzt schon sagen, dass es das nicht passieren wird. Ja, du wirst sehen, du wirst dann große Augen machen. Na, 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 na. Und dann wirst du sagen, Scheiße, was ich in mein Leben Zeit Du wirst verschwendet ihn habe noch mit USB. so anschauen, wenn noch in der Great Wenn Reset, der Strom weg wenn der ist. Great Reset kommt. Genau, dann kann ich mit dem USB-Stick was machen. Nix, aber mit der Cloud auch nichts. Ja, ey, super. Ja, beziehungsweise dein Notebook hat vielleicht noch Akku, kannst du da trotzdem noch deine Daten oberkopieren. Ja, was tue ich dann 5 Stunden später? Dann hast du zumindest in der Apokalypse noch Herr der Ringe 1 und 2 geschaut. Super. Ja. Die brauche ich gar nicht mehr sehen, die kenne ich ja schon. Ja, dann halt die Neuverfilmung mit dem Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Mal bitte lassen Sylvester Stallone Gandalf sein. Natürlich. Und Arnold Schwarzenegger ist ein Hobbit. Ja, genau. Der ist der Frodo. Gott, der Alex macht mich fertig. Oh Gott. Also das ein USB-Stick anstecken, ist ja furchtbar. Ja, ich weiß. Für die ist sogar diese Handwerkstätigkeit schon zu viel. Ich weiß schon, Das ist furchtbar, dass das würde das ich mir schon nie für die antun. zu sehr körperliche Anstrengung ist. Ja. Tust Yeah. lieber nur deinen Mauscursor drüber schubsen und fertig. Mach ich Dann schnell. ist es über, dann ist es überall. Es gibt bei Lego Ideas ein Bastelprojekt, das ist jetzt eingereicht worden, nämlich die
eine Konsole, und zwar eine funktionierende Konsole. Ist jetzt eingereicht worden und ist dann die Frage, ob Lego das auch umsetzen wird. Ich glaube, es wird eher daran scheitern, als dass sehr komplexe Sachen drin verbaut sind, nämlich Mikrocontroller, dass das Lego nicht umsetzen wird. Die Idee finde ich aber ziemlich cool und schnieke. Nämlich kann man mit dem Teil, es ist jetzt eine sehr rudimentäre Spielkonsole mit einem 6x6 Pixel Display, aber darauf kann man eher schon mal Snake und Pong spielen und man kann sich dann seine eigenen Spiele über den Mikrocontroller programmieren und entwickeln. Gesteuert wird es über Cursor, einer links, einer rechts. Also der linke ist für links und rechts und der rechte ist für auf und ab gedacht. Ja, es ist sehr rudimentär, aber es ist eine coole Idee, wie ich finde. Ja, ich glaube, Lego wird es wahrscheinlich aus dem Grund nicht umsetzen, weil die Massenproduktion zu teuer wäre. Weiß ich nicht, bei Lego Ideas haben sie öfter schon einmal Projekte umgesetzt, die auch sicher nur eine kleine Fanbase als Käufer im Ziel gehabt hat. Ja, aber das Ding könnte dann schon relativ teuer werden. Ich finde die Idee, ja, das, was halt drinnen verbaut ist, nämlich dass da ein bisschen mehr als ein paar überteuerte Klötzchen, das wird halt das Problem sein, ja. Ja, das mit Sicherheit. Aber ich finde die Idee ziemlich cool, was man draus machen kann. Also ja, das Lego ist Ideas hat ab und dann seine ganz lustige Sachen drin. Was mir gleich zu einem anderen Ding bringt, weil das auf das bin ich gestern gestoßen und das muss ich da gleich sagen, dass bei Blue Bricks, also beim meinem Blockbaustein Shop des geringsten Misstrauens, wie heißt der jetzt? Wie heißt denn das? Ah, scheiße. Aber dran. Tack. Muss ich geschwind in die Videos reinhüpfen. Sorry dafür. Müssen wir kurz auf YouTube hüpfen. YouTube, ich will auf YouTube. Nämlich echt ein geiles Lego-Modell, was sie da jetzt vorgestellt haben. Also nicht Lego, Entschuldigung. Nämlich an kleinen Desktop-Computer. Und das ist echt genial, wie viel Liebe zum Detail. Ich spule mal vor, mit wie viel Liebe zum Detail das gebaut worden ist. Es ist eine Tastatur dabei, alles mit bedruckten Tasten. Es ist sogar auf die Kabel die Farbkodierung für die Maus und für die Tastatur, so wie man es früher kennt hat. Die Tasten sind bedruckt auf dem Keyboard. Es ist natürlich ein Dekostück für daheim. Und du hast ein Display mit Windows drauf, du kannst ein anderes Ding rein tun, ein DOS-Bildschirm, und sie haben nachher noch so einen kleinen Stand drinnen, dass drinnen ein Minesweeper ist. Okay, das sogar ist gut. Auf Knopfdruck funktioniert. Oh, schön. Voll nett. Es ist wirklich nur ein Deko-Stück für daheim. Also. Und was halt nachher noch dazu kommt, die Anschlüsse. Und ein funktionierendes CD und Disketten, also funktionierend im Sinne von, man kann eine CD und eine Diskette auswerfen. Und man kann auch eine Diskette ausatmen. Und ein komplettes Innenleben. Oh, das ist cool, ja. Das ist nett gemacht. Ja, eben. Es hat absolut keinen Sinn. Es ist der Spielspaß ist wahrscheinlich eher begrenzt, aber so als Deko-Stück für daheim ist das echt einmal ein nettes Teil. Es ist nicht schlecht, ja, das stimmt. Voll echt schön mit die Elkos drauf und also es ist echt so lieb gemacht, richtig verliebt in das Teil. Gut, Gott, das war's noch eben.
kurzer Ausflug in die Welt. Ja. Naja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, ich tue mir so schwer mit den Tastenkombinationen unter Windows. So. Ja, weil du da jetzt die Lego-Konsole gehabt hast. Ja, jetzt kommt ja die PS5 neu, jetzt wird sie kleiner und leichter. Mhm. Design bleibt noch immer gleich schier, meiner Meinung nach, aber okay. Ja. Was aber witzig ist, es gibt sie jetzt wieder als mit Laufwerk und ohne, und du kannst jetzt das Laufwerk nachträglich erwerben. Ja, das finde ich, das ist eine coole Idee, finde ich. Ja, aber Sony hat schon wieder eine tolle Eigenheit anscheinend, wenn du das nachträglich erwirbst und einbaust, musst du verpflichtend einmal online sein, dass Sony das in dein Account registriert. Ja. Macht zwar null Sinn, warum, was das für Sony wichtig ist, aber es funktioniert auch sonst nicht, wenn du es nicht registrierst, das Laufwerk. Aber du kannst trotzdem wieder weiterverkaufen dann, oder? Oder soll es den Weiterverkauf des Laufwerks dann unterbrechen? Das Laufwerk, das weiß man eben noch nicht. Ja gut, das kann man noch nicht sagen. Ne? Aber ich gehe mal stark davon aus, das heißt wahrscheinlich, dass das dann an deiner PlayStation registriert ist. Na, ich glaube eher, dass sie da... Ja, oder Drittanbieter verhindern. Ich glaube eher, dass es in die Richtung geht, ja. Dass du Drittanbieter-Laufwerke nicht anbinden kannst. Ist es so, es ist ja gleich mal nachgebaut. Ich glaube eher, dass es in die Richtung geht und dass da zusätzlich noch über irgendeine Signatur, die dann beim Registrieren des Laufwerks in dem Konto, was erstellt wird, also in deinem Konto, dass da eine Signatur oder irgendwas erstellt wird, um auch zum Beispiel die bösen Raubmordkopien vielleicht noch ein bisschen besser zu verhindern zu können oder so. Das kann sein, aber ja, auf alle Fälle, ja. Die Idee finde ich gut, dass die Base quasi dann immer dasselbe ist und dass das Laufwerk einfach nur etwas ist, was angeflanscht wird. Und da sieht man das auf dem Bild ganz gut. Mir gefällt das ganz gut, ja. Ich finde die Idee ganz gut. Ich sag so, warum hat man nicht einfach ein wirklich externes Laufwerk mit Anschluss gemacht, aber okay. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Sony ist halt auch nur ein Konzern. Die nagen ja am Hungertuch und... Ja, genau, ja. Und man muss ihnen schon was lassen. Auch. Ja, richtig. Sie ist halt immer noch extrem hässlich. Design ist absolut zum Speichern. Ja, es ist eine Katastrophe. Vor allem, es macht da null Sinn. Das hat null Vorteile, weil es gibt ja vom D-Brand so neue Flügel, die drauf, dann kannst du damit wird sogar der Luftstrom verbessern. Ja. Und weil, ja, also fragen wir nicht nach. Und weil wir beim Konzern sein, Meta hat ja auch was vorgestellt. Oh ja, jetzt legst du jetzt los. Jetzt kommt die Meta Quest 3. Ja. Da ist natürlich auch ein Qualcomm-Chip drin, ein Snapdragon. Ja, genau. Ja, und das Ding soll aber gar nicht einmal so schlecht sein. Das habe ich jetzt auch schon gehört, ja. Gerade heute in einem befeindeten Podcast auch gehört. Befeindeten? Ja, es ist also ein Tech-Podcast, es ist quasi direkte Konkurrenz. Achso, keine Ahnung, kenne ich nicht. Gibt es da noch andere oder was? Na, nur ein. Okay, gut. Jetzt hast du mich schon erschreckt. Nein, es gibt keinen anderen Tech-Podcast. Okay, nicht auf sehr gut. Niveau. Genau, ja, nicht so tief unten. Und ja, also das Ding soll für den Preis soll keine schlechten Ergebnisse liefern mehr. Okay. Also soll Spaß machen. Was ich dann fast interessanter gefunden habe, war die zweite Version von der Ray-Ban, was in Kooperation mit Meta ist. Ja, das ist die Brille. Das ist diese, ja, ich weiß nicht, wie sie die nennen, Smart Glass oder was weiß ich was. Hast du die auch da drauf? Ja, ganz, ich glaube, ist der Unterstelling. Ah, dein Note, ja. Ja. Mhm. Die finde ich dann schon sehr, sehr cool, weil die ist gar nicht so viel teurer als eine normale Ray-Ban. Und du hast einen Lautsprecher auch drinnen. Also du hast Kopfhörer, also Lautsprecher, die halt direkt da bei die Ohren sein. Mhm.
Und du hast halt das, dass Videos aufnehmen kannst, Fotos und das halt direkt aufs Handy-Display übertragen kriegst. Also das Ding ist sogar gar nicht so uninteressant. Die Brille, die Ray-Ban, ja. Die Ray-Ban finde ich sogar relativ cool für das, was kriegst. Ja, es ist das mit Brille, das mit Kamera in der Brille, das durch das sind wir eh schon durch mit Google Glasses, das und mit der Snapchat-Brille, was es da mal gegeben hat. Das ist, glaube ich, etwas, was nicht so gut beim Rest der Bevölkerung ankommt. Ich würde davon ausgehen, dass Google Glasses wahrscheinlich vor seiner Zeit war. Ja, maybe. Ja, was mir da aber noch fehlt in der Raven, und das muss ich sagen, es wäre halt geil, wenn ich irgend so eine Art Projektion hätte, dass ich dann schon Informationen in die Brille kriege. Das ist ja das, was da eigentlich absolut nicht drinnen ist. Ja, das ist nicht drin, also das heißt, du hast alles am Handy-Display, Ja. aber das wäre halt dann so, wo ich sage, wenn das dann drin ist, dann wäre es schon richtig cool eigentlich. Ich weiß zwar nach wie vor nicht, was ich damit machen würde, aber. Autofahren, Navigation, Fußgänger, Navigation zum Beispiel, die Sachen würden mir spontan einfallen. Wenn du irgendwo bist, du kennst dich nicht aus, lotst die so, projiziert die Brille direkt ins Sichtfeld, wo du gehen musst. Das ist ganz cool, ja, Im aber. Restaurant sitzen, allein, so wie es sich für uns gehört, also uns, wie nennt man die? Menschenhasser, nein, wie heißt das? Nein, mir fällt das Wort gerade ein. Misanthropen. Misanthrop bin ich erst gestern wieder genannt worden. Vorgestern. Wie es sich gehört für uns Misanthropen, allein sitzen und auf der Brille, keine Ahnung, die aktuellen Trades von deinen eigenen, von deinen Stocks anschauen und so weiter. Keine Ahnung, Also no ich. Nachrichten lesen, einen Film schauen. Ich kann mir sowas auch gut vorstellen, einfach im Bett ein Buch lesen oder sowas. Mir fallen nur extrem viel. Nachher natürlich über einen Lautsprecher, I wear my sunglasses at night hören. Ja. Genau. Also mir taten viele Sachen dazu einfallen. Aber solange das nicht möglich ist, ist das für mich eine nette Spielerei für Instagram Tussis und Instagram Ja, Dödel, die auf irgendeine warte Fete Blanche mal. Partys da eine Fotos machen. Warte mal, was steht? Das ist die zweite Generation natürlich. Das mit dem Lautsprecher, ich meine, okay, das finde ich hat schon seine Vorzüge, weil du brauchst ja keine Kopfhörer dann unbedingt mehr. Ja. Ich kenne jetzt den Sound nicht, ist jetzt die andere Frage. Wenn es gut funktioniert, mich wundert sogar, dass sie nicht das über Knochenschall gemacht haben. Weiß nicht so gut ist. Aber ja, okay. Ja, wundert mich trotzdem, dass sie es nicht so gemacht haben. Zu viel Strom vielleicht. Könnte sein, ja, ich weiß es nicht. Braucht einfach zu viel Akku, ja. Und was halt natürlich auch so eine Sache, was mich dann eher stören wird, wenn ich die Funktion, weil du kannst das Ding ja nur im Case laden. Du musst die Brille in das Case reingeben und da ist der Akku, da wird es dann drüber geladen. Da ich nicht, eigentlich nehme ich kein Brillencase mit. Aber ja, also ich warte mal, was die dritte Generation bringt, Ist aber wie ja. Cloud, wird sich nicht durchsetzen. Gehen wir zum was Richtigen. Na, Cloud wird sich nicht durchsetzen. Gehen wir zu Quest 3, die finde ich nämlich viel interessanter. Gehen wir zu der wieder zurück. Die Quest 3, Ja. die findest du interessanter. Ich finde es Ja. interessant, vor allem dadurch, dass er jetzt das, das mit den Kameras ausgebaut habe, beziehungsweise da an der Qualität gefeilt haben. Ich finde es ziemlich cool, dass er mit der Auflösung nochmal so um die 20% aufgefahren sind. Ja, es ist ja jetzt gut, du brauchst nicht mehr unbedingt die Controller, um es zu bedienen. Genau, ein Nachteil, der sich jetzt dadurch ergeben hat, dass sie die Optik von der Pro übernommen haben. Sie haben jetzt auch bessere Linsen drin. Aufgrund der besseren Linsen sieht man jetzt das Fliegengitter besser. Ja, das kann passieren. Du hast mehr Pixel, aber du siehst sie jetzt. Ja, das, ich meine, man darf halt nicht vergessen, das Ding ist relativ günstig für so eine Brille Ja, jetzt. 500 € Einstiegspreis Ja. ist ein Knaller, aber die Apple Vision wird das Zehnfache kosten. Ja, eh. Also das im Vergleich jetzt dazu ist das
Ist das dann ein Schnäppchen? Also Performance soll gut sein, Latenz sehr gut, ah, die Projektion von deinem Raum, beziehungsweise die Projektion etwas in deinen Raum und du siehst es, soll sehr gut funktionieren, bei weitem nicht auf der Qualität, wie es zum Beispiel Apple vorgespielt hat, zumindest in ihre Videos, aber auf einem guten Weg, ja. Ja, Sache ist halt immer noch, was halt da fehlt, ist der Content, weil das Metaverse unter Anführungszeichen, das braucht halt so in der Form noch kein Mensch. Content würde ich jetzt gar nicht sagen. Nein, weißt du, ich brauche Langzeit-Content. Weißt du, Ja. ein Spiel, ja, ist schön, das ist einmal so für, sagen wir, eine Woche interessant. Na, Nur, was du, das sieht man zum Beispiel schön bei dieser, bei der Sony, bei der PlayStation VR. ja, die hängt bei mir seit einem halben Jahr ungenutzt Ja, an der Decke. das meine ich damit. Das ist so, weißt du, ist ganz lustig. Es ist ganz lustig, aber. Dir fällt so, was tue ich damit Genau, effektiv? ja. Das ist das Gleiche, kommt mir so vor mit Tablets. Was tue ich mit einem iPad Ja, langfristig? hängt in der Küche und das ist unsere Medienzentrale. Ja, aber da denkst du halt, ja, das sind halt immer diese reinen Konsumationsgeräte, sind halt durchaus schwierig. Ich sehe bei der Quest 3 eher den Vorteil, vielleicht müssen sie da noch am Gewicht arbeiten und vielleicht auch noch an der Displayqualität. Ich sehe die als Vorteil für zum Beispiel deinen Arbeitsplatz. Du kannst nämlich dort zwei virtuelle Monitore direkt einprojizieren. Du arbeitest auf deinem Notebook, kannst dir aber links und rechts einen virtuellen Monitor hin platzieren. Es gibt da die Software eben für Mac und auch für Windows. Du kannst noch wirklich mit der Maus deine Fenster noch vom Hauptmonitor, vom Notebook, auf deinen virtuellen Monitor hin projizieren. Ja, das wären so. Da sehe ich dann schon eine Möglichkeit, wie man das aktiv so vielleicht 2 Tage die Woche nutzen kann. Keine Ahnung. Stell dir vor, Leute, die im Büro arbeiten und im Büro, also Büro und Homeoffice, also Boards in abwechseln, keine Ahnung, 2 Tage oder 3 Tage die Woche. Im Büro sind sie ein Triple Monitor Setup zum Beispiel gewohnt. Bei uns Ja, viele sicher. Entwickler, IA, ihr arbeitet mit 3 Monitore, ich bin da schneller, ich bin da effizienter, ich habe alles im Blick. Daheim, Homeoffice, hast du nur dein Notebook, du willst dir jetzt nicht extra fürs Homeoffice noch einen Monitor und ein Dock und was auch immer kaufen. Da kann ich mir das vorstellen. Es sind 2 Docks die Woche, du kannst da auch vielleicht deine Bildschirmpausen besser einteilen, musst nicht 6 Stunden oder 4 Stunden durchgehend vor dem Monitor sitzt, kannst du eben deine Brille einmal runternehmen, weil du was anderes machst. Da sehe ich da einen perfekten Einsatzzweck für sowas. Aber Na, da müssen sie noch an der Qualität ein bisschen arbeiten. ich sehe ja das zum Beispiel, wenn du Teams hast, die international sein, da sehe ich das schon auch nicht schlecht, weil du halt persönliche Meetings irgendwie besser imitieren kannst. Auf alle Fälle, ja. Weil du kannst zumindest dann auch weißt, so Sachen einbauen, weißt, wie was weiß ich, wenn du irgendeinen Workshop hast oder sowas, das geht halt dann natürlich so viel einfacher. Weil es auch irgendwie intuitiver, interaktiver ist. Für das Sieg ist auch von Vorteil. Und wo ich halt, mein, wo man's, was man wahrscheinlich bei Apple ganz gut gesehen hat, ich glaube einfach, dass dieser Entertainment-Bereich wie Film, Fernsehen, Serien, Ja, das von. da halt Was? Ja, Entschuldigung. für Film, Fernsehen, bla bla bla, weil das ist seit Ewigkeiten hat sich da nicht wirklich was getan. Das ist aber etwas, was mit der Quest 2 zum Beispiel ja schon funktioniert und mit der Quest 3 halt einfach besser funktionieren kann. Ja, richtig. Keine Aber Ahnung, das. ein Personen-Single-Haushalt. Du legst da jetzt nicht, du Nein, willst keinen Fernseher haben oder hast vielleicht auch keinen Platz für einen Fernseher, da ist also eine Brille perfekt. Aufsetzen, schauen. ich sehe es auch so. Also, ich sehe es selbst nicht einmal nur für Single-Haushalte. Aber schön, wenn du jetzt wirklich sagst, ich will einen Film anders erleben, du kannst viel machen. Weißt du, du kannst dann einen Film theoretisch aus der Ego-Perspektive erleben. Okay, dann brauche Du ich ja weißt, du. wirklich 360 Grad Filmmaterial. Ja. Ja, eben, das wird, aber das wird mit denen auf einmal Ja, möglich werden. das ist klar. Du Also, ich meine, kannst einen Film aus Kinoperspektive erleben. Du gehst gern ins Kino, aber den Film gibt es jetzt nicht im Kino. Du willst aber das Kino-Feeling haben. Geht ja auch.
das geht dann eben alles. Und dann macht es halt so gesehen dann Spaß. Ja. Also, man, keine Ahnung. Das wären halt dann eher so Erlebniswelten sein, in die du eintauchst. Das wären halt dann vielleicht nicht mehr unbedingt, man wahrscheinlich auch diese 3 Stunden Handlungsfilme sein, sondern halt wahrscheinlich einfach so ein grundlegendes Erlebnis, das du dann über das Ding konsumierst. Genau, ja. Also da sehe ich den Riesenvorteil. Gut. Ah, dann habe ich noch eins. Und Apple hat einen neuen Apple Pencil vorgestellt. Ja, okay. Weil der alte Einser war ein bisschen furchtbar, weil den hat man bei den neuen Tablets mit USB Type-C nicht mehr normal laden können. Da hat es einen Adapter gebraucht und das war alles furchtbar. Allerdings kann man diesen jetzt nicht mehr magnetisch oder wireless laden. Das geht dann nur wieder mit einem Dreier oder Zwarer oder. Nein, das ist der Apple Pencil USB-C und der andere ist der Zwarer. Ja, aber den ursprünglichen hat man eh nicht magnetisch arretieren können. Genau, und der fällt aber, wird wahrscheinlich irgendwann dann erst im Programm Ja. fallen. Ja, das sind die zwei und der ist jetzt bedeutend günstiger geworden für Apple-Preise. $100? 85 Euro. Okay. Ist gut. Noch immer teuer, aber Ja. du hast bei Spaßpicks Assassin's Creed Mirage. Ja, ich wollte es nur mal, ich wollte es nur mal anmerken, dass das seit langem wieder mal ein sehr gutes Assassin's Creed ist. Das Okay, ist das okay. erste Assassin's Creed seit 10 Jahren, das mir wieder richtig Spaß macht. Uiuiuiuiui. Ja. Ich habe alle angespielt. Oder ich habe nahezu alle angespielt. Ich glaube, bis aufs. Was war das, was in Griechenland gespielt hat? Das Odyssee? Keine Ahnung, ich bin da schon viel früher Ja, ausgestiegen. wie gesagt, ich habe alle angespielt. Aber ich habe auf die letzten drei, die da kämen sind, gesamt zusammengerechnet, wahrscheinlich keine 10 Stunden drauf. Auf dem neuen, auf dem Mirage habe ich jetzt schon 20 drauf. Und das ist, wie gesagt, das erste Assassin's Creed, das seit echt seit einem Dreier, und das ist weit über 10 Jahre her, wieder richtig, richtig gut zart, weil es, wie ich finde, gut erzählt ist. Und was das absolute Highlight ist, es ist eine überschaubare Welt ohne sinnlose Nebenquests. Du hast Nebenquests, die sind aber alle recht. Wie soll man sagen, nachvollziehbar und nicht so eine sinnlosen Nebenquests wie geh da hin, bring den um, find es, geh zurück, geh da hin, bring den um oder Trophäen von Tieren sammeln, von 100.000 unterschiedlichen Tieren Trophäen sammeln. Du brauchst 25 Elefanten Stoßzähne für die und die Trophäe. Du musst das aber machen, damit du die aufleveln kannst. Das gibt's da alles nicht mehr. Das ist angenehm. Ja, echt angenehm wieder wie früher. Daher Ja, ich meine, weniger Content ist mehr in dem Fall. was ja Assassin's Creed eigentlich ausgemacht hat, war ja zum Großteil das, dass sie die Städte so Ja, detailgetreu gebaut haben. hammermäßig. Finde ich. Es ist, also es spielt da Bagdad und Umgebung. Die Städte sind sehr geil nachgebaut. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Das kann ich jetzt schwer beurteilen. Es fallen vorne zumindest keine Autos in der Gegend rum. Also es ist Okay. zumindest von der Zeit her an die damalige Zeit sehr gut orientiert. Es wirkt aber auch alles sehr stimmig mit die Bazare, mit die Händler. Mit den Kamelen, die durch die Gegend laufen, mit dem Haus der Weisheit, wie das heißt, mit der Färberei, wo eben Gewänder gefärbt werden, das ist alles wie aus einem Guss. Und was sie halt auch haben, sie haben halt wieder so quasi so eine Pünktchen drin, das sind so quasi die Hotspots, und dann klickst du drauf und dann wird da wirklich auch, kriegst wirklich eine kurze geschichtliche Abhandlung zu dem Gebäude,
mit irgendeine Fotos aus einem Museum oder eine geschichtliche Abhandlung zu gewissen Gegenständen oder zu gewissen Persönlichkeiten, die im Spiel jetzt vorkommen sind. Also finde ich, also es ist, ja, das ist, haben sie eh immer schon gemacht. Das war, glaube ich, bei Valhalla und Odyssey und bei Origins genauso. Das war da auch genauso. Nur was jetzt einfach das Angenehme ist, es ist einfach nicht mehr so überladen. Es ist, die Welt ist überschaubar. Du hast nicht die ganze Zeit das Gefühl, da war ich noch nicht. Weil du eigentlich wirklich da noch nicht warst. Du kennst, ich merke mir jetzt schon Straßenzüge, weil ich da auch öfter vorbeikomme, weil die Haupthandlung immer wieder an die Orte bringt. Du musst nicht mehr ewig Kisten looten oder durch die Wildnis laufen und looten und da wieder wen umbringen und looten, 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 sondern es ist alles echt schön gut verpackt in der Geschichte und in den Nebenerzählsträngen. Also, ich muss sagen, gefällt mir brutal gut. Also, 22 bis 22 Stunden, glaube ich, habe ich jetzt drauf. Und macht richtig Spaß. Also, ich habe selten, dass ich über Ubisoft sage, sie machen ein gutes Spiel. Na, schön. Weil das letzte Far Cry 6, das ist ja sonst, das habe ich auch nie fertig gespielt, weil es einfach ist, bis zum 5er war es 5er und im DLC war es, das hat mich echt noch begeistert, war echt cool, es hat super alles zusammengepasst, aber das 6er war nachher auch einfach wieder genau der Schritt, es war einfach zu viel. Das kann passieren. Ja, und sie haben angekündigt, sie gehen wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln und sie haben es gut geschafft, finde ich. Es ist halt jetzt kein Spiel mehr, wo man 100, 150 Stunden drinnen verbringen wird, bis man alles hat. Was ja so oft das Ziel für die Hardcore-Gamer ist, die dann alles auf 100% haben wollen oder was auch immer. Das wird in dem Spiel wahrscheinlich nicht so lang dauern, bis man es hat. Aber ich habe jetzt momentan noch nicht das Gefühl, als wäre ich am Ende der Haupthandlung. Also ich bin mir sicher, ich brauche sicher noch bei die 20 Stunden, bis ich fertig bin. Und dann ist 40 Stunden perfekt. Ich habe alles gesehen. Ich habe die Nebenquests gemacht. Und ich habe keine sinnlosen Quests gemacht, die einfach nur dazu da sind, Zeit zu vertreiben oder aufzuleveln. Also, ja. So viel dazu. Na gut. Und dann haben wir noch ein witziges Video. Ja, das kann man sich einmal anschauen. Das ist, da geben wir einfach einen Link dazu, weil das bringt jetzt da nicht Ach, viel. daher. Und was dann, was dann auch noch lustig ist, auf Twitch gibt es einen Channel, der streamt quasi, wenn er online ist. Also ich glaube, der ist relativ häufig online, kannst du einen Ententeich 24 Stunden live anschauen. Der ist gerade online. Du hast ein bisschen Fable für Enten, gell? Du kannst dir da Enten in aller Ruhe anschauen, du musst nicht einmal in die Natur gehen. Ach, das? Ja, okay. Ja, ich verstehe jetzt genau das, warum dir der Kanal gut gefällt. Okay. Du musst dich nicht in die Natur rausbewegen. Du musst nicht auf irgendeinem Bankel sitzen, wo möglicherweise Keime von 30 Tja. Jahren drauf sind. Du musst dich mit keinen Menschen abgeben, die auf deinem Platz sitzen und dir deine Ruhe stören, sondern du kannst dir das wirklich da ganz gezielt. Schau, ich einfach da die Enten an. Schau, man sieht ja, wie du begeistert schaust. Hammer. Gell? Ach, so ein Ja. Schrott. Gib's zu, den schaust du jetzt öfter wahrscheinlich. Na. Wahrscheinlich während der Arbeit hast du auf dem dritten Monitor rennen. Na, ich habe mir gerade überlegt, am vierten herzutun. Ja, schau. Gut, dann war's das für heute.
Nein, wir müssen die komischen Fragen dann noch beantworten. Du wolltest es am Ende machen. Ja, eh, hätten wir das doch zwischendrin gemacht, war viel feiner gewesen. Ja, eh, war für alle besser gewesen. Na, gut, okay. Wir haben ja aufgerufen, uns Fragen zu senden zu unserer Jubiläumsausgabe 75 Jahre Techtelmechtel Podcast. Und ich würde mal sagen, wir fangen einmal damit an. Ich werde es jetzt einmal schön rosa kopieren, dass wir da alles auf einer Seite haben. Dann machen wir da auf 150%, damit man es auch schön lesen kann. Dann machen wir 200%, damit man es noch besser lesen kann. Dann fortgeschritten. Fortgeschrittensten. Ja, dann noch einmal den Rechtschreibfehler korrigieren vom Einsender oder der Einsenderin. Und legen wir mal los, oder? Mit der ersten Frage. Ich glaube, die Frage ist zumindest nochmal eine Frechheit. Ich beantworte ja. Ja, eben. Weil wer mich kennt, kann die Frage natürlich, weiß das. Hat Clemens immer schlechte Laune? Ja. Das ist mein Naturell. Ich kann da nichts dagegen machen. Ich bin ein Misanthrop und meistens schlecht gelaunt. Eigentlich immer. Na, meistens. Wunderbar. Selten gut. Machen wir so. Der Alex hat das gleich mal perfekt beantwortet. Es war schwer. So. Zweite Frage. Ich glaube, das hört sich eher noch an Kritiker an. Nein, es gibt Dinge, Warum die macht muss ihr man. das? Es hört ja keiner Ja, zu. es gibt Dinge, die muss man auch fürs Herz machen. Für sein eigenes. Das machst also der Podcast ist für dein Herz. Keine Ahnung, ich mache den Scheiß halt Ja, einfach. Frag eben. mich nicht. Warum? Es hört eh Wir haben keiner es zu. irgendwann angefangen und dann bleibst du halt dran. Ja. Sinkende Hörerzahlen seit Jahren. Aber es ist uns wurscht. Wie sagt man so schön, der Applaus ist der Lohn des Künstlers. Ja, und wir haben nicht einmal einen Applaus. Ja, wir machen es einfach. Ja. Also das heißt, wir haben weder einen monetären Lohn dafür und nicht einmal einen Applaus. Ja, es sollte sich der oder diejenige, die Frage eingereicht hat, einfach mal fragen, vielleicht macht man Dinge einfach, damit sie gemacht sein. Und man gibt nicht nach 3 Jahren auf, wenn es erfolglos erscheint. Ja, genau. Man zieht es durch. Scheitern als Lebenseinstellung. Man zieht es Man durch. zieht es durch, ja. Ja, und genau deswegen mache ich das. Wegen in Fame. Der Fame. Wegen in Fame. Oh. Na, we wegen dem. Ich hoffe, dass es irgendjemand uns einmal so shared, also teilt, den Techtelmechtel-Podcast bewirbt, weil er so davon überzeugt ist. Und der oder diejenige hat so ein großes Publikum, dass man von heute auf morgen zu den Shootingstars des österreichischen Podcasts gehören und dann zusätzlich noch ein reichhaltiges Archiv zum Nachhören haben. Aus Huiuiuiuiui. 75 Jahren natürlich. Ja gut, das ist bei uns ein Problem. Der Podcast von vor 2 Wochen ist eigentlich schon uralt und den kannst du wegschmeißen. Ja. Na eh, aber es gibt ja wohl Sachen, die sind ja lustig, die kann man ja wohl ewig horchen, also von dem her. Ja, okay. Also ja, wie schon gesagt. Ich sage auch, das ist, wir versuchen es. Ja. Ja, wie sieht die Welt im Jahr 2050 aus? Definitiv sehr heiß. Ja, also es wird einmal deutlich wärmer werden. Ich glaube nicht, dass wir in Sölden einen Saisonauftakt des Skiweltcups haben werden Ende Oktober, so wie morgen jetzt gemacht wird, also am Samstag. Ich glaube sowieso, dass es Skirennen so nicht mehr geben wird.
Ja, das kann durchaus sein. Es Also, wird das ist. sehr warm sein, es wird sehr trocken sein, wir werden eine Also, Nahrungsmittelkrise haben. ich empfehle jeden jetzt schon, kauft keine Übergangsjacken mehr. Die sind sinnlos. Die waren sinnlos, die wären noch Die sinnloser. waren immer schon sinnlos Ja. und sind jetzt noch sinnloser dann. Ich würde eher empfehlen, in Zukunft einfach mehr T-Shirts, mehr Hawaii-Hemden, mehr kurze Hosen und Grillpartys im Dezember und im Jänner. Na, Draußen. bitte keine Bei Grillpartys. 20 Grad. Mit einem Elektrogrill. Na, wenigstens vorbildlich. Weil Holz und Steinkohle dann wahrscheinlich verboten sind. Richtig so. Ja, oder Gasgrill. Ah, Gas ist auch ein Problem, gell? Gut. Sind wir eine der fortgeschrittensten Zivilisationen im Weltall? Nein, sind wir nicht. Die Frage ist, kann man nicht beantworten mit unserem Wissensstand. Ja, das ist die wissenschaftliche korrekte Frage. Antwort, Entschuldigung. Ja. Ja, kannst du nicht beantworten, ist unmöglich. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht, aber ich sage nein. Ja, aber das basiert ja nur auf Schätzungen oder Mutmaßungen. Das ist Weil ich nicht, bin mir sicher, das diese basiert Person. nicht auf Mutmaßung, das ist meine Hoffnung. Die Person, die diese Frage gestellt hat, das ist nämlich eine sehr wohlgewählte Frage. Die erwartet sich eine wissenschaftlich korrekte Antwort. Wissenschaftlich korrekte Antwort? Ja. Hoffnung von Clemens? Nein. Wunsch von Nein, ich. Clemens? Nein. Angst von Clemens, dass es so ist. Weil wenn wir im gesamten Universum die einzige intelligente Zivilisation sind, dann macht alles keinen Sinn. Wird zusammenpassen. Ja. Wird aber Sinn wieder ergeben dann. Na, Wohl, dann passt na, alles zusammen, ist perfekt. mein Problem bei der Sache wäre ja, wenn wir die einzige fortgeschrittene Zivilisation wären und in den nächsten 1000, 2000, 3000, 4000 Jahren kein Indiz dafür finden, dass es anderes Leben da draußen gibt, ist das die Bestätigung für die ganzen Christen und Muslime und für die ganzen religiösen Eiferer, dass wir Gottes Schöpfung sind. Ja, gut, das ist ja noch wurscht. Gut, aber man muss sagen, man kann die Frage nicht beantworten, Na, ist man kann die unmöglich. Frage nicht beantworten. Ja, was passiert, wenn man Styropor frisst? Man Weiß ich nicht, man muss es ausprobieren, wenn man es genau wissen will. ist wieder was eine wissenschaftlich korrekte Antwort. Ja, wenn du es genau wissen willst, es glaube ich, ist nicht gesund. Ja, ich glaube, der Körper wird es jetzt nicht aufnehmen. Wahrscheinlich wird das zersetzen. Warte mal, ich habe unabsichtlich Ich würde einfach sagen, man Styropor kotzt nach dem Styropor. gegessen. Styropor gegessen. Okay, man kommt zum Kinderarzt einmal als erstes. Mein Bundesbruder hat ganz viel Styropor gegessen und jetzt sie schlafen hier. Wir bekommen ihn nicht mehr wach. Ist das schlecht? Bist du schon wieder bist du auf gute Gute Frage? Frage. Okay, natürlich. Ja. Im Notfall den Notfalldienst wahrnehmen. Styropor gilt als ungiftig und wird wieder ausgeschieden. Okay. Okay. Das können wir jetzt gleich überprüfen. Styropor, Styropor. Gilt als ungiftig. Polystyren, das klingt schon einmal nicht ungiftig. Weiß ich nicht. Wechseln wir da mal in die deutsche Sprache. Keine Gef Einstufung verfügbar. GHS Gefahrenstoffkennzeichnung. Dürft Wirkung auf Organismen physiologisch unbedenklich. Eine Aufweichung des Materials unter Kulturbedingungen negativ. Okay, ja.
Es gibt noch anscheinend, es kann so eine Beschichtung drauf sein Genau. oder so Additive, aber Styropor selber ist anscheinend komplett unbedenklich. Hexachrom Zyklododedan. Okay, das klingt auch sehr giftig. Okay, Ja, aber also was also passiert, wenn man Styropor frisst? Das Hungergefühl ist weg und man kotzt kügelig. machen wir es wieder ganz witzig. Die Menge macht das Gift. Na. Na, es ist sättig, es ist sättigend, das Hungergefühl ist weg und man scheißt weiße Kügelchen. Also, die Empfehlung ist es Also nicht. es ist wie Mais. Okay, warte mal, da war die Google-Suche. Ja, passt. Welcher Buch, Film, Spiel, welches Buch, welcher Film, welches Spiel hat euer Leben stark beeinflusst? Das ist ganz einfach meine eigene Autobiografie, die ich gerade schreibe. Der war schlecht. Gut, na, was war denn das? Ich würde sagen, meine Autobiografie, die ich gehabt geschrieben werden habe. Keine Das Ahnung, was ist Futur 3 Plusquamperfekt? geschrieben haben werde? Geschrieben haben werde. Ja, genau. Mein Gott, Klugscheißer. Ob stimmt, weiß ich nicht. Welches Buch? Jetzt überlege mal, welches Buch. Das ist eine gute Frage. Welches Buch? Leben stark beeinflusst. Ich meine, ich sag so, ein Buch, was mir sehr gut gefallen hat, war Thomas Bernhard Holzfällen. Ja, aber hat es dein Leben beeinflusst? Ja, das ist schwierig. Mein Leben beeinflusst. Beispiel, wenn man so alt ist, da ist es schwierig. Was will denn da nur dein Leben beeinflussen? Nur der Tod. Ich meine, was Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, da muss man glatt nachdenken. ja, Spiele würde ich sagen, ich meine, was sind Metal Gear 1, Final Fantasy 7? Das waren schon richtig coole Spiele damals, die so auf der PlayStation rauskamen sein, auf der ersten. Ja, bei Spielen konnte ich das relativ einfach niederbrechen auf Mario 64 und auf Half-Life. Mario 64 hat mir auch gefallen, hat mir jetzt aber nicht so, Aber was ich es das hat nicht. mir gefallen, es hat mir gefallen, aber es hat jetzt mein Leben nicht beeinflusst, also nicht beeinflusst. Ha, Na. da würde ich eher sagen, Half-Life hat mein Leben zum Beispiel, aber Half-Life hat mein Leben insofern beeinflusst auf die Sicht auf Spiele. Ja, also ich Was, würde sagen, ja. also Metal Gear Solid. Der erste Teil und vielleicht Final Fantasy 7 in dem Fall würde ich bei Spiele sagen. Und Film, was war ein Fall? beim Buch würde ich wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich eins von den ersten Büchern, die ich in der Hand gehabt habe und damals als Kind durchgeplattelt habe und schon irritiert war und dann, wo ich lesen gelernt habe, noch irritierter war. Ich bin mir ganz sicher, das war die Kinderbibel. Und das Buch hat mein Leben definitiv beeinflusst, weil ich glaube ich schon als im Volksschulalter dann relativ klar war, dass das nichts für mich ist. Keine habe ich nie gehabt. Nein, die Kinderbibel, sowas definitiv, weil ich kann mich auch noch erinnern, es war es gestern gewesen, dass ich in der zweiten Klasse mit meiner Musiklehrerin damals diskutiert habe und ich war 6 Jahre alt und wir haben irgendein so religiöses Lied spielen lernen müssen im Musikunterricht, dass ich da diskutiert habe, dass der Text irgendwie keinen Sinn ergibt. So, ihr mir like weigert, die Bundeshymne auswendig zu lernen. In der Schule, weil ich hab gesagt, für warum muss ich die auswendig lernen? Ich verstehe Du den hast Sinn nicht. damals einfach eine, du warst einfach deiner Zeit voraus und sie war damals noch nicht gegendert. Das hat mich gestört Ja. dran. Ich habe es leider noch nicht ausdrücken Ja, können. genau. Ja, irgendwas Das war. passt doch nicht. Also, ja, Irgendwas nein, ist ich doch habe das nicht in irgendwie sehr Ordnung. sinnlos gefunden, sowas auswendig zu lernen. Das ist mir nicht eigentlich, hat mir nicht eingeleitet. Und welcher Film? Das ist so schwierig, weil ich habe ja schon mehr Filme vergessen Also mein wahrscheinlich, als ich Leben sehe. beeinflusst. Also
Also wenn es um einen Film geht, der mein Leben beeinflusst hat, Ich meine, dann wahrscheinlich Fight Club als komplette Kritik am System. Ja, Fight Club. Idiocracy wahrscheinlich, weil das ma der macht mir Angst, den nochmal anzuschauen. Idiocracy macht mir Angst, dass wir das live erleben. Ja, wir sind mittendrin, deshalb, es gibt ja da die lustige Geschichte mit die, du kennst ja Crocs, oder? Diese komischen Schuhe da. Ja, genau. Sie haben ja für den Film extra total dümmlich aussehende Schuhe ausgesucht, die Leute in der Zukunft tragen könnten. Crocs war damals noch sehr unbekannt und die Leute, und sie haben die, also die, was für die Garderobe zuständig wäre, hat gesagt, ja, das sind die dümmsten Schuhe, was ich gefunden habe. Und jetzt trug jeder Crocs. Ja, deshalb, also von den her, wir sind mittendrin. Und jetzt, wo du das sagst, jetzt glaube ich, weiß ich, welches Spiel mein Leben wirklich voll beeinflusst hat. Das war nämlich Fallout 3. Ach so, ja, okay, das. Weil ich seitdem echt eine brutale Panik vor einem Nuklearkrieg habe. Und das Spiel ist in einer Zeit rausgekommen, wo, sagen wir mal, das Walten der Weltmächte noch ein bisschen vorhersehbarer war. Ach so, ja, am das passt, Ja, da kann ich sagen. na, natürlich nicht. Ich hoffe immer noch ein bisschen, dass wir ein bisschen vernünftig sind. Aber das hat man, das Spiel, das macht mir Angst. Also, das Spiel ist grandios, aber es hat Angst. Ja, gut, dann hätten wir das auch. Gut. Und Buch, ja. Ah ja, Kinderbibel. Wie viele Stunden hat die Nacht? Das kommt jetzt drauf an. Winter mehr, im Sommer weniger, im Herbst wären es mehr, im Frühjahr wären es weniger. Ich meine, nach irgendeinem alten Schlagerlied, bis die Zärtlichkeit erwacht. Ja. Keine Ahnung, das ist das so da drin. Ich kenne das Lied nicht, aber ich weiß genau jetzt, wie die Musik dazu geht und der Rhythmus Ja, und der Gesang. natürlich. Wie viele Stunden hat die Nacht, Ich bis die wurde, du kannst. Zärtlichkeit erwacht? Was, wie viele Stunden? Oh mein Gott, wie kommt man auf sowas? Ja, das war's ich nicht. Ah. Pro und Contra, sich Kinder anzuschaffen. Puh. So, das kann jetzt, also ganz ehrlich, ich bin Kontra, aber das ausgewogen kann das nur der Clemens da beantworten in der Runde. Und diplomatisch gesehen würde ich schätzen, er gibt jetzt keine Antworten. Na, es ist ja was, es haben ja was Schönes. So zu Weihnachten oder sie freuen sich unterm Baum, man muss nicht allein unterm Baum sitzen. Als ob du allein am Baum da Und Ich stelle mir in Clemens gerade vor, wie er allein war, dass ich immer am Baum einen Christbaum gekauft. im Garten ein bisschen spielen und den Kindern zuschauen, wie sie immer neue Sachen entdecken. Aber wegen den paar Tagen. Na, Brot Kontra, sich Kinder anzuschaffen, ja, Ich sag mal so, das ist nichts, was man an irgendeiner Pro- und Kontra-Tabelle festmachen kann. Kinder machen Arbeit, Kinder machen Angst, Kinder kosten Geld. Kinder kosten Zeit, Kinder kosten Nerven. Mit Kindern ist es nie mehr so, wie es einmal war. Die Hoffnung, dass Kinder mit 18 Jahren das Haus verlassen, schaut auf euch selber, noch an 6 eh, dass das nicht funktionieren wird. Dass es Investment irgendwann einmal Geld bringt, A, eher unwahrscheinlich. Es ist halt was Nettes, mal, keine Ahnung. Ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich nochmal die Wahl hätte, wahrscheinlich
überlegen, ob ich das Risiko nochmal eingehen würde. Aber oder nicht. Keine Ahnung. Das kann man nicht beantworten. Keine Ahnung. Alex ist sowieso gegen Kinder, weil die verpesten nur die Umwelt. Ja, stimmt, der Umweltaspekt ist bei Kindern genau. Das muss man eigentlich ja genau einrechnen. Sagen wir so, ich meine, ich bin kontra, aber sagen wir jetzt einmal so, rein gesellschaftlich muss ich natürlich froh sein, dass es Menschen gibt, die sich noch für Kinder entscheiden. Das sowieso. Also das ist jetzt rein von Denksegen, ja, hat das Vorteile. Da der Ich bin Clemens, pro, weil ich Kinder habe. ja, Aber da der ich wäre Clemens wahrscheinlich jetzt, kontra, wenn ich nochmal vor der Wahl stehen würde. da der Clemens zwei Kinder hat, habe ich einen Vorteil sozusagen. Du hast damit, du bist, du, ihr seid damit über der durchschnittlichen Geburtenrate pro Familie. Ja. Das heißt, es gleicht meine Passivität wieder aus. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die Frage kommt, die muss man wahrscheinlich in 10 Jahren noch einmal, also sagen wir, beim 150-jährigen Jubiläum können wir uns das auch noch mal vielleicht die Frage überlegen. Jetzt sind wir halt am Start. Da, Kind 1 ist jetzt 2 Jahre und 3 Monate und Kind 2 ist jetzt so ziemlich. Na, warte mal, was haben wir? Oktober. 2 Jahre und 2 Monate und Kind 2 ist jetzt 3 Monate alt. Ich glaube, da kann man noch nicht so viel sagen. Man ist sich halt beim Größeren. Es ist halt jetzt extremer Spaß mit dem, was zu unternehmen ist, weil wie aufgeweckt der jetzt so quasi durch die Welt geht und neugierig ist und Sachen erlebt, das sind so Sachen, wo ich mir denke, sowas hätte ich eigentlich auch gern wieder. Weißt, dass du dir was anschaust Naja, warte mal, du und voll überrascht bist und dass das funktioniert und was das warte sein mal, kann. du wärst älter. Es gibt da eventuell etwas, das dir das ermöglicht. Ja, wenn ich Sachen vergiss, schon. Richtig. Also, warte mal. Aber ich mag nicht so lange warten. Na, Ja gut, dann kannst du auch helfen. das ist echt so, das ist so echt faszinierend anzuschauen, wie der sich da erstens einmal über Sachen freut, die für uns komplette Kleinigkeiten sind, und fasziniert ist für Sachen, die für uns schon sowas von vollkommen alltäglich sind. Also wie er da die Sachen entdeckt, wie er jetzt auch reden anfängt und viel redt und quatscht und Wörter lernt und uns jeden Tag mit neuen Wörtern überrascht, das ist spannend. Was die an Nerven kosten, weil sie nicht schlafen wollen auf Nacht, weil sie grantig sind in der Früh, weil sie schlecht geschlafen haben oder zu wenig, was sie blären, wenn sie im Kindergarten abgeben werden und man jetzt geht, weil der Bub soll sich an den Kindergarten gewöhnen, was es für ein Stress war, vor allem beim ersten mit der Frühgeburt. Also, boah, das sind so Sachen, da überlegst du das schon, ob ihr das nochmal machen würdest. Alter, das ist keine, die Frage ist nicht zu beantworten. Ich glaube, das muss man auf sich zukommen lassen. Aha, so sagst du das. Wieso? Ja, ich weiß nicht, ich kann das nicht beantworten. Ich kenne es, ich kenne ja das, die Situation Na, nicht in seiner. na, aber ich kann da jetzt auch kein Pro oder Contra geben. Na, wie gesagt, pro, weil ich Kinder hab, contra, wenn ich keine Kinder hätte. Ganz einfach. Okay. Ja, ich hab die Pros kennengelernt und ich habe die Contras kennengelernt. Nächste Frage: Wo ist Waldo? Keine Ahnung, wer hatten die Rechte an dem Buch? Wahrscheinlich hat Disney, oder? Ja, dann ist aber Disney irgendwo, wenn es so wäre. Where's Wally? Gehört zu Walker Brooks. A Little Brown Co. Little Brown Co. gehört zu niemanden. Dann, wo sitzen die? Gehört zu Time Warner. Ja, Time Warner hat sein Ding in. New York. Ja, passt. Also er ist irgendwo in New York. Und Time Warner gehört zu. Du, warte mal, teilweise sind wir noch nicht fertig. Time Warner gehört zu. Oh, AOL. Ist schon lang her.
Warner Bros., oder? Ja, Warner Brothers, und Warner Brothers gehört zu. Keine Ahnung, Disney. Im Zweifel. Waldo ist im Disneyland und versteckt sich irgendwo unter einer Tribüne und spritzt sich heimlich Heroin. Ja, das kann passieren. Ja. Damit er mit den bunten Flecken und den Streifen, die er auf sein Leibeln drauf hat, noch irgendwas. Er ist einfach so frustriert und traurig und dass er immer nur gesucht wird, aber nie gefunden wird, das macht ihn jetzt fertig. Das kann Und passieren. er war kurz einmal auf Meth, aber hat gemerkt, dass es nicht so gut ist und dass er eigentlich so gut verdient, dass Heroin auch geht und das bringt ihn langsamer um. Okay, gut. Das ist gut, dass er sich dafür entschieden hat. Okay, was passiert nach dem Tod? Ja, es ist finster. Es ist nichts Finster, es ist nichts und Klar. dein Körper zersetzt sich. Zuerst wird einmal angefangen, Würmer, dann, ja, keine Ahnung, nichts. Was passiert Ja, nach dem Tod? du Nichts. gehst in die Natur über. Genau, du gehst dahin, wo du herkommen bist. Wir alle gehen dahin, wo wir herkommen sind. Und wenn irgendwann die Sonne explodiert und zu einer Supernova wird und die Erde pulverisiert, werden wir wieder eine Staubwolke sein. Irgendwann wird sich diese Staubwolke wieder mit anderen Staubwolken vereinen und wir gehen wieder dort und es wird immer mehr kompakter und kompakter. Die Klößchen werden sich gravitativ immer weiter anziehen und dann wird eine neue Sonne entstehen. Diese neue Sonne wird dann irgendwann wieder explodieren und so weiter und so fort. Nix. Also Sternenstaub, der hat uns gemacht und zudem werden wir wieder irgendwann. Ganz einfach. Was haltet ihr von Drehtüren? Oh Gott, ich hasse sie. Es kommt darauf an, welcher Ort von Die Drehtür. beim Interspar in der D-Bahn. Ah, die, wo so mehr Leute gleichzeitig Die eingehen große, die können sich draht. und die dann immer stecken bleibt, weil einer nur einspringt. Ja, oder weil einer zu langsam ist. Weil Ah wenn ja, sie die von sind, hinten ich kommt, finde. bleibt sie auch stecken. Ja, die sind, glaube ich, die haben nur einen Vorteil, glaube ich, für den, für das Gebäude selbst, dass du nicht so einen Wärmeverlust hast. Genau. Das ist der Grund, warum es die Türen gibt. Und Ja. so die klassischen, einfachen Drehtüren, wie es zum Beispiel bei der U-Bahn gibt, die Drehkreuze oder auch die Glasdrehtüren, wo nur einer durchkommt, Ja, die sind, ich die finde die sind so aber extrem komplett. lästig, weil du da teilweise sogar einen Rucksack abnehmen musst, damit du die nicht in der Ja, scheiß ich finde Drehtür es. verkeilst. Das, ja, nein, es braucht kein Mensch, das stimmt. Was ist euer Lieblingsgeruch, wenn ihr morgens aufwacht? Kaffee. Okay, ja gut. Was sonst? Ehrliche Antwort? Kaffee. Ja, okay, passt. Ihr hättet jetzt so wieder mal an. Na, 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 du sagst das nicht. Sexistischen Knoller. Na, du sagst jetzt einfach like Kaffee. Also mein Lieblingsgeruch wäre. Jetzt kannst du es wieder piepsen. Jetzt muss ich Mein schon Gott. wieder schneiden. Nein, ist natürlich Ja. ein Blödsinn. Mein Lieblingsgeruch in der Früh, Kaffee. Natürlich. Ja, du musst das jetzt aber schon als Angrund schneiden. Das musst du jetzt schon wegen in Herrn M machen. Wieso? Ja, damit er wieder fragen kann, was es ist. Ach. Ja, bitte, Für, wenn, für, müssen für. wir das beibehalten. Ja, aber Na, wie hast du gesagt? es hatte mit dem damaligen Schnitt nichts zu tun. Nicht Ist ja wirklich wurscht. was. Ich würde ihn gerne auf eine falsche Fährte locken. Na, wir piepsen das wieder. Ah, das ist wieder so viel Arbeit. Ja, ist wurscht. Das tun wir uns an. Wenn du schon sagen musst, dann piepsen wir das. Okay, machst du es im Video auch? Ja. Du piepst das im Video aus. Ja. Passt. Okay, dann mache ich es in der Ja, natürlich piepsen wir es. Tonspur. Dann mache ich mir jetzt da eine kurze Notiz. 2 Stunden 23.
Was? Das Schnitt, echt ist das. weil Clemens wieder etwas vollkommen Unpassendes und Sexistisches, wo war ich nicht einmal sexistisch, Unpassendes gesagt hat, was er eigentlich genau so gemeint hat. Genau, passt. Gut, aber wie schon gesagt, mir es ist wieder raus. Der passt. Ja. Ich habe es mal aufgeschrieben. 2 Stunden 23, okay. Boah, ich hoffe, ich vergiss es nicht, weil schneiden tue ich halt nicht mehr. Ja, ja, das passt schon. So. Fliegen einem Schmetterlinge absichtlich ins Gesicht. Mir ist noch nie ein Schmetterling ins Gesicht geflogen. Ja, bei dir ist es ganz einfach, weil du nie in der Natur bist. Ja, richtig, das ist... Eben, also der Alex kann das aufgrund fehlender Evidenz nicht beantworten. Ich allerdings auch nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob sie es absichtlich machen. Ich habe nämlich noch keinen gefragt. Ist dir jemals ein Schmetterling ins Gesicht geflogen? Also mir fliegen immer lei Wespen ins Gesicht. Ja, sollte schon mal an einer Ausstrahlung arbeiten vielleicht. das kann sein. Ja, okay. Was ist euer Lieblingsessen? Weil es gibt nicht eins. Das ist schwierig. Ja, ich kann das auf einen gemeinsamen Nenner oberbrechen. Nudelgerichte. Nudelgerichte sind gut. Ich meine, wenn ich so eine Sache zusammenfassen muss, es gibt vielleicht so ein paar, wo sagen muss, wow, so eine richtig, richtig gute Pizza ist eigentlich immer gut. Und was halt auch immer gut ist, wenn du ein echt gutes Ramen kriegst. Ja. Ja, Ramen ist immer geil, aber ein echt gutes. Selten. Ja, ich sage, es ist aber auch bei der Pizza so, du musst eine richtig gute Pizza kriegen. Also dann ist das in seiner, so eine Pizza ist dann in seiner Einfachheit schwer zu überbieten. Ja, und genau das ist für mich Nudelgerichte. Und zwar ja, also das sind auch aufgrund gute Nudelgerichte. Des Variantenreichtums, ob vegan oder vegetarisch oder mit Fleisch, alles. Ja, stimmt, also das ist auch gut. Wobei ich ja sogar, vielleicht bin ich wahrscheinlich jeder einzelne Mensch auf der Welt, ich kann auch bloße Nudeln essen. Puh, das ist ein bisschen hart, aber okay. Na, das passiert mir öfter, wenn ich Spaghetti mache oder irgend so, also Carbonara oder Bolognese oder irgend so in die Richtung, oder Lachs mit Lachs und Spinat. Egal, wenn Nudeln übrig bleiben, bleiben die bei uns im Topf, weil wir ja wissen, wir essen ja später vielleicht noch einmal was oder wir hauen später einfach nur vielleicht machen wir Aglio e Olio oder keine Ahnung was. Ja. Und wenn die kalten Nudeln dann bei uns da in der Kühlschrank oder in der Speise stehen, in der Schüssel, also ich greife da gerne mal rein und nehme mal so ein Schlürf die Arbeit. Die braucht keine Sauce, wenn sie müssen jetzt auch nicht überzolzen sein oder sowas, sondern ich mag einfach den Geschmack ganz gern. Kalte Nudeln ohne Sauce. Okay. Also Nudeln kann ich immer essen. Okay, das ist gut. Soll man nicht, kann ich aber. viel. Okay, oh, passt doch. Nein, stimmt schon. Ich meine, Nudelgerichte, ja, sind auch gut. Es gibt viel gute Sachen, deshalb, das ist nicht so einfach. Nein. Also, ich meine, es ist ja das, wenn du ein richtig gutes Brot hast, das ist einfach allein auch schon gut. Ja, aber ein richtig gutes Brot kriegst du heutzutage fast nirgends mehr, außer du machst es selber. Ja, du kannst, ich meine, ja, das ist, also, zum Beispiel, du kriegst doch bei richtig kleine Bäcker, die wirklich noch selber backen. Also, ich meine, ein richtig gutes Finchgall, das ist genial. Und wenn du es wirklich kriegst, ein richtig guter Laugenbrez. Ja. Also, eine richtig gute Laugenbreze ist echt gut. Ja, das stimmt. Aber ja, es ist nicht mehr so leicht zu kriegen.
Was ist das Seltsamste, das ihr jemals gegessen habt? Das ist bei mir relativ simpel. Bei dir? Ja, sag du einmal, dann kann ich weiter überlegen. Ich habe einmal, ich habe diesen Gammelfisch einmal gegessen. Söringström. Na, wie, Na, es gibt in Island gibt es einen anderen ah, Ort davon. da. Der muss immer an, das ist der in der Dose, Ja, dieser genau, aufbläht. der. Stockfisch, oder? Ja, genau, der war aber so, das war, eigentlich habe ich das gar nicht gewusst, dass ich den gegessen habe. Der war in irgendeinem Eintopf als Gewürz Ja, drinnen. das ist der luftgetrocknete Fisch. Ja, genau, ja. Also das war sicher das, ich meine, das war gut geschmeckt, aber wie das bloßer würde ich das nicht essen. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich wüsste jetzt nicht, was das Seltsamste wäre. Es gibt Sachen, die ich gegessen habe, die ekelhaft sind, die mir einfach nicht schmecken. Ich meine, was, wenn es darum geht, wenn es was wirklich grausig zum Ja, eben, Essen das ist, ist, glaube ich, nicht der Hintergrund der Frage, sondern da geht es eher ums Seltsamste und. also dann, ich sag so, ich mag Muscheln und das alles mag ich echt gern, aber was da echt ranzig ist, Austern, das ist so widerlich. Weil dein Körper das nicht zuordnen kann, was das für eine Konsistenz ist und das geht nicht hoch, das geht nicht runter und will wieder hoch. Ja. Also, jetzt ganz low-level, seltsamste, das waren. Aber das finde ich. Ja, frittierte Heuschrecken, aber. Ja gut, die schmecken eigentlich, die sind okay. Ja, eben, das ist. Erstens war es nicht schlimm und zweitens finde ich es nicht seltsam. Drittens wäre das aufgrund der Klimakrise wahrscheinlich sogar teilweise die Zukunft unserer Nahrung sein. Von dem her. Ja, Mehlwürmer könnt ihr auch noch dazu tun, als seltsamste getrocknete Mehlwürmer, wobei ich die auch Ja. nicht seltsam finde. Das ist, ich finde, ich hab das eine Zeit lang sogar an Salat, auf einen Salat so quasi drauf getan, wie Croutons oder so. Also, die schmecken weder schlecht, die schmecken einfach, die haben einen Geschmack, das war's. Und richtig seltsam ist mir noch nichts untergekommen. Ich probiere einfach gern. Und von dem her habe ich jetzt keinen Ansatz, was seltsam sein könnte. Ich wüsste jetzt nicht. Oh, seltsam könnte sein Affenhirn, ja. Das würde ich aber nicht, wahrscheinlich essen auch nicht. Na, das würde ich sicher nicht essen. Was hast du denn Ich habe zu der letzten Frage ein Ding dazu gepostet. okay. Gut, das Video schauen wir uns noch dazu an. Was ist eure Lieblingszahl und warum? Die Lieblingszahl von mir ist die Nummer 1. Warum? Ja, weil das die Nummer 1 ist. Naja. Wir sind ein Tech-Podcast und die erste Zahl ist eigentlich 0. Ja, trotzdem, in so der Rangordnung von Menschen ist die Nummer 1 immer das, was zählt. Na, Spaß beiseite, ich habe keine Lieblingszahl. Ja, nicht, aber ich weiß, welche Zahlen ich lieber habe. Gerade Zahlen. Ungerade Zahlen machen mich nervös. Okay. Und bei den ungeraden Zahlen gibt es zwei Ausnahmen. 15 und 45 finde ich wieder okay. Weil es ein Viertel und eine Dreiviertelstunde ist. Okay. Aber ungerade Zahlen mag ich nicht so gern. Na, also da muss ich sagen, da bin ich, also das ist mir völlig wurscht. Na, 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 na. Ich merke das, ich weiß nicht, das ist vielleicht etwas Monkhaftes, aber wenn ich zum Beispiel irgendwo, wenn ich irgendein Programm habe
und da eine Werte konfiguriere. Sei es in ein, keine Ahnung, Stable Diffusion, die Guidance oder die Steps oder in einer Fotosoftware in Regler für die Belichtung und Sättigung oder irgendwo Prozentwerte eingeben muss für, keine Ahnung, Kontrast oder bei Dimensionen, wenn ich irgendwas zeichne. Ich muss immer gerade Zahlen machen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wahrscheinlich sende ich mein Hirn einfach symmetrischer. Ich weiß nicht warum. Aber ungerade Zahlen mag ich überhaupt nicht. Wenn ich irgendwo in einem Systemsetting eine Lautstärke auf 23% gestellt habe oder eine 70%, das geht gar nicht. Deswegen machen mich so Lautstärke-Regelungen, wo es die Prozent nicht anzeigt, wie zum Beispiel unter iOS, machen mich ganz fertig, weil ich nicht weiß, habe ich jetzt eine gerade Zahl drin oder ungerade. Das ist schlecht. Ich glaube, das ist also eine Art Zwangsstörung. Gut, die beeinflusst dein Leben geringwertiger, also ist es nicht wert, die zu korrigieren. Nein, nicht. Die ist sehr wurscht, aber ja, genau. Glaubt ihr, dass Katzen heimlich an einer Weltverschwörung arbeiten? Nein. Weil Katzen zu dumm sind. Ich weiß nicht, ob sie dumm sein. Ich glaube, denen ist einfach brutal viel wurscht. Ja, denen ist viel wurscht und sie sind dumm. Katzen können an keiner Weltverschwörung arbeiten, weil sie dumm sind. Hunde vielleicht, weil Hunde sind gescheit. Vögel sind gescheit. Ich glaube sogar Kellerassen sind gescheit, aber Katzen sind dumm. Also Clemens mag keine Katzen. Ich mag schon Katzen, wenn es nicht die eigene ist. Lebt die immer die noch? Die lebt immer noch, ja. Okay. Wie alt ist denn die? Muss jetzt 17 oder 18 Jahre alt sein. Puh. Die werden echt alt mittlerweile. Ja, na. Fotos von euch von früher. Ja, der Alex hat da schon bereits mal ein Foto vorbereitet. Ich habe meins heute vorbereitet. Ich muss es noch eine... sieht man dann auf der Webseite. Der Alex schickt mir seins auch noch. Das da mal noch rein. Das ist direkt auf der Cloud drauf. Ja. Wo ist deins? Ja. Wo? Direkt bei den Episoden habe ich es drunter unter Alex Foto von früher. Aber nur nicht herzeigen, sonst geht keiner mehr auf die Website. Ja, stimmt, passt. Okay, also, ist alle Foto vom Alex von früher und der Foto von mir von früher sind da ersichtlich. Passt, da kommen wir zur letzten Frage. Da hat der Herr Alex auch ein Video dazu gepostet. Woher weiß ich das? Der viel vorher beantworten, bevor wir das Video abspielen? Ja, das Video, das dauert 2 Minuten, das soll ich da selber anschauen. Nein, das können wir abspielen. Woher weiß ich, dass er sie mich mag? Das weißt du nur, wenn du mit dieser Person darüber redest. Oh mein Gott, ey, was für eine Antwort. Oder? Ist es die einzig sinnvolle Antwort? Ja, das was ist man so, nicht das machen ist soll, so. Mutmaßungen und sich an irgendwelchen kleinen Zeichen festhalten. Weil die hat mir angelächelt, die mag mich. Na, einfach drauf scheißen, drüber reden, Fragen aus. So. Oder? Ist eine Option, ja. Hast du auch eine Meinung? Ich habe ein Video dazu gepostet. Ist sie in der? Keine Ahnung, Menschen sind kompliziert. Was? Menschen sind? Menschen sind einfach kompliziert. Ja, das ist es. Recognizing Signals. Den kann man nie interpretieren. Da ist kein Ton, oder? Ja, du herrschen wahrscheinlich nicht. Ah, okay.
Aber ich weiß ja nicht, ob man aufnehmen. Oder? Ich poste das Video einfach dazu. Ja. Dann bei der fertigen Folge, Wer das macht denn reicht. noch Copies? Weil das Video ist ja 7 Jahre alt. No. Can't tell. Aha, okay. Ja, da geht es jetzt um unterschiedliche Situationen. Ich will das Video jetzt fertig schauen. Im Gym. Also im Fitnessstudio. Ja, okay. Ich glaube, das ist jetzt relativ witzlos für die Zuhörer, wenn ich da jetzt nur das Video abspiele. Und ich glaube, ich Ja. nehme den Ton nämlich wirklich nicht auf. Wohl Audio Input Capture. Ich weiß es nicht, ob ich ihn aufnehme. Ja. Das ist das, Okay, ja, ich schaut euch poste das einfach. Video an, aber ich glaube, da ist sie in dir, ich will jetzt nur das Ende bewegen. I can't tell, ja, yeah, okay, you can't tell. Okay, passt. Ja. Okay. Also, Ergebnis dieses Videos, du kannst es nie sagen. Genau. Eben, also, es ist scheißegal. Oh. Einfach fragen. Das ist wieder dieser, das ist. Na, das ist ja, das ist das typisch Menschliche, dass man Angst hat vor Enttäuschungen. Das ist, Einfach drauf ich glaube, scheißen und sorgen. das ist so der zu direkte Ansatz. Ja. Keine Ahnung. Wenn ich nichts gesagt hätte, war ich wahrscheinlich immer noch Single. Würde ich allein unter dem Baum sitzen. Ja, andererseits. Ja, okay, dann. Glaube, wir haben Ich glaube, es. wir haben es, ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt muss ich morgen noch was piepsen. Morgen muss mal was piepsen, Ja, ja. jedenfalls, aber heute tue ich nichts mehr, heute tue ich nichts mehr schneiden. Jetzt ist 11:30, ich muss ins Bett. Ja, das ist vorbildlich. Du musst ja morgen um 4 Uhr wieder raus. Na? Um 6 wahrscheinlich. Nett. Ja. Für den Alex beginnt der Tag erst, also von dem her. Richtig, um 6 schlafe ich noch tief und fest. Ja. Gut, das war's. Vielen Dank. Das war jetzt der 27. Oktober. Ich hoffe, dass es jetzt meine Kinder zulassen. In nächster Zeit, dass wir da wieder ein bisschen wie sagen wir noch, besseren Rhythmus haben. Einen Drive Ein reinkriegen. Drive reinkriegen. Das ist auch Ja. Pro-Kontra-Kind, gell? Also nichts mehr mit regelmäßig Podcasten. Vor allem, Gut, das ist ein Kontra. ja, vor allem überhaupt nichts mehr regelmäßig. Das, also, Ja, das ist ein eindeutiges Kontra. ja, alles nichts mehr regelmäßig, sondern ein kompletter Zeitplan über den Haufen geschmissen. Ja, wir werden jetzt sicher in ne Hast du überhaupt einen Zeitplan? Ich war eigentlich sehr gut durchorganisiert, bevor die Kinder da waren, ja. Ach so, weil ja, das ich hab ja nie einen Zeitplan. Ich brauche das vielleicht wieder auch so eine Art eine Zwangsstörung kann man nicht sagen, aber freiwillige Selbstkontrolle, ich brauche das sonst. Ist der Ablauf nicht korrekt des Tages? Das gerät alles ins Wanken. Na, das nicht, aber fühle mich sicherer, wenn es besser durchgeplant ist. Okay, gut. Aber ich sage jetzt so, wir schließen jetzt die Sendung. Naja, wir schalten auf Stopp und dann ist es aus. Richtig, Ja. genau. Dann verabschieden wir uns. Der Alex hat hoffentlich noch nicht Stopp gedruckt im Nein, nein. Und Audacity. wie schon gesagt, also 75-jähriges Jubiläum. Juhu! Juhu, haha. Ja. Ja, und ihr wisst, dass das ein Scherz war und das nur die 75. Folge war, oder? Das wisst ihr. Wir sind noch nicht so alt.
Ah, wenn sich der Alex teilweise so gibt, gell? Ja. Ich meine, Vielfalt nicht mehr, also gefühlt bin ich schon. Was für ein schönes Schlusswort. Ja. Alles klar und Passt. tschüss. Ciao.